ein paar Regeln bekommen, auch für unsere lieben Freunde von der Presse, die bitte nicht in die Bilder hineinstürzen. Wir sind eine Live-Sendung. Bitte halten Sie sich daran, ja. Das wäre sehr, sehr freundlich. Und wenn Sie sich wundern, dass ich hier stehe und im Vorspann, wir haben jetzt die Regeln für den Rasselbock ein wenig geändert. Wir machen das jetzt wie bei der Fußball-WM. Der Titelverteidiger ist nur in der Vorrunde und dann muss er raus. Ja? Okay. Wenn Sie dann nachher abstimmen, wenn der Herr Ebert auf der Bühne sagt, das Voting ist jetzt zu Ende, dann stimmen Sie über Ihre Smartphones auf www.diebessere.de ab. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir hören heute allerlei Geschichten, von denen uns Politiker berichten, wie sehr sie schuften und sich für uns quälen. Und deshalb dürfen wir heute auch erleben, wie alle uns ihr letztes Hemdchen geben, damit zur Wahl wir uns auch nicht verwählen. Heute zeigt sich jeder hier so gut er kann, und wir hören uns die Ideen an, und irgendeine Theorie
ich auch dabei für Sie unter unseren Theorien. Für Millionen, mal in Schwarz und mal in Rot. Das erklärt die Politik. Oder bauen wir die Mauer wieder auf? Wohnen wir bald in den Sternen? Oder schaffen wir das nie? Theorien für Millionen. Theorien. Damit ein herzliches Willkommen Ihnen hier im Saal und den Zuschauern zu Hause an den Fernsehgeräten, an den Smartphones, an den Tablets, an den Computern, überall, wo Sie uns jetzt zugucken. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, aber mein ganz allererster und herzlichster Dank gilt allen hier im Saal. 2100 Menschen sind heute hier. Herzlich willkommen. Und wenn jetzt einige von Ihnen sagen, oh, das kann der Silbereisen auch, sage ich nein. Ich habe extra gegoogelt, aufs Traumschiff gehen gerade mal 605 Passagiere und ein Kapitän. Einzelkabine inzwischen. Aber der politische Aschermittwoch in Suhl, das ist unser Thema und das ist eine ganz besondere Veranstaltung für alle, die das zum ersten Mal heute erleben. Hier in trauter Einsamkeit, alle Parteien auf einer Bühne, um uns, das Wahlvolk, zu amüsieren. Das ist doch der Hammer, oder? Darf man mal klatschen, natürlich. Die Stadtratsfraktionen von Suhl schicken ihre besten Leute hierher. Also wir sehen Punkte von der FDP, von der SPD, von den Freien Wählern, von den Linken und von der CDU. Und zwischendrin haben wir natürlich auch noch gemeinschaftlich nebeneinander die mal gucken, ob wir Kleinen das auch alle richtig machen. Zum Beispiel unser Ministerpräsident Bodo Ramelow ist hier. Herzlich willkommen. Jetzt hängt schon wieder nach links das Bild. Ja, Mike Moring ist auch da von der CDU. Jetzt ist es wieder gerade. Herzlich willkommen auch Mike Moring. Wo ist er denn? Wolfgang Tiefensee, unser Wirtschaftsminister, ist hier. Wolle, ich freue mich. Und viele andere, zum Beispiel Georg Mayer, unser Innenminister. Herr Mayer, ich freue mich. Und die Parteichefin der SPD hat sich angesagt, Andrea Nahles. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie ist. Hier ist sie noch nicht. Da muss irgendwas dazwischen gekommen sein. Aber damit es hier auch nicht zu kuschelig wird, bestimmen Sie zu Hause am Ende dieses Abends, wer von den Leuten, die hier in das Rennen um den berühmten Rasselbock gehen, am besten war. Wer hat sich am besten unterhalten, wer hat die besseren Argumente, wer hat das lustigere Kostüm, wer hat sich am meisten versprochen. Das ist Ihr Kriterium, das dürfen Sie dann zu Hause abstimmen am Ende der Veranstaltung. Ich erkläre Ihnen dann schon noch, wie das funktioniert. Der Sieger bekommt den Rasselbock, der ist begehrt. Und bevor es in die heiße Phase geht, machen wir es hier immer so. Ist eine schöne Tradition geworden. Der Oberbürgermeister der Stadt Suhl begrüßt seine Gäste. Und da geht das Problem schon los. Ist ja alles im Umbruch, so ein bisschen. Ne? Und deswegen,
Ich muss es vielleicht für die Leute in Leuna, Buna und in Halle-Neustadt nochmal erklären. Es ist so, dass Suhl war mal Bezirksstadt, da erinnern sich die meisten FDGB-Urlauber noch dran, aber zwischendurch gab es auch mal eine kurze Phase, da war das eine kreisfreie Stadt, wenig erfolglos. Und jetzt wird darüber nachgedacht, Suhl wieder zu vereinen mit dem Landkreis rundherum und das schön einzukreisen, gesund zu schrumpfen und vielleicht irgendwann sogar von der Landkarte auszuradieren. Vielen Dank, liebe Zeller Melisser, für eure Unterstützung. Aber ich sag mal so, Suhl wird das pochende Herz eines künftigen Oberzentrums hier sein. So. Und alle werden sich die Finger nach Suhl lecken. Das verspreche ich Ihnen jetzt schon. So. Also, begrüßen Sie also heute für die Begrüßung nicht nur den Begrüßer, den Oberbürgermeister der Stadt Suhl, sondern begrüßen Sie auch die Okkupisten aus den Nachbargemeinden. Begrüßen Sie ganz herzlich den Oberbürgermeister der Stadt Suhl, André Knapp, den Bürgermeister aus Oberhof, Thomas Schulz, den Bürgermeister aus Schleusingen, André Henneberg, und jetzt hören Sie genau hin, den Bürgermeister aus Zellerwedis, Richard Rossel. Dass ich das noch erleben darf. Wahnsinn. Das sind die vier von hier, die Kack. Das heißt so, die kommunale Arbeitsgemeinschaft Kack. Oberzentrum. Und bitte. Ja, ich dachte, für die Kack gibt es jetzt noch einen extra Applaus. Vier Blätter trägt der Stiel des Klee. Vier sind wir in der KHG. Man weiß, der Klee bringt reiches Glück, wer ihn gepflückt, merkt bald entzückt, dass manches, was man lang gedacht, gelingt ganz plötzlich über Nacht. Und wir haben's allen schon gezeigt, dass Wollen auch mal Taten zeugt. Wir wissen's längst und stehen dafür. Allein geht nix, drum sind wir vier. Die KAG ist kaum geboren, da gibt sie mancher schon verloren. Doch Einigkeit in der Region, ja, die macht Sinn, ihr merkt es schon. Da geht bestimmt nix in die Hose. Herr Ramelow, so geht die Chose. Und deshalb stehen wir heute hier. Allein geht nix, drum sind wir vier. Bei mir zu Haus der Uwe Panse, der gibt dem Ganzen keine Chance. Wie's früher war, so soll's auch bleiben. Am Suhler muss man sich doch reiben. Der Knapp hätt mich schön eingeseift, die Eingemeindung längst gereift. Doch André, sag ich, steht's beim Bier. Allein geht nix, drum sind wir vier. Der Thomas Schulz aus Oberhof, der fand den Rossel auch mal doof. Doch seit er mit dem Knapp gut kann, nähert Schulz sich wieder an. Das war's mit Suhl, denkt er beklommen, hat grad die Kurve noch bekommen und die WM steht vor der Tür. Allein geht nix, drum sind wir vier. Wie
Schleuse fließt durchs Unterland, das Schloss in Schleusingen bekannt, als Sitz des Henneberger Grafen. Die waren stets klug und ausgeschlafen. Der junge Graf zu Henneberg, grad neu gewählt und nicht verkehrt, er schickt ins Fürstentum die Kunde, ich bin mit Rhein nun im Bunde. Sein Wappen ziert nun das Panier, allein geht nix, drum sind wir vier. So mancher denkt voll edlem Zorn an Ramelows Gebietsreform. Nun sind die bösen Geister fort. Ist's wirklich so? An jedem Ort? Jetzt will man Suhl mit Meiningen zu einem Kreis vereinigen. Ihr schaut neugierig übern Zaun, ob die sich das denn wirklich trauen? Den einen Rat, den geben wir. Allein geht nix, drum sind wir vier. Die Botschaft ist nicht närrisch nur. Bleibt jeder hart, bleibt jeder stur. Verspielen wir, wonach wir streben, sind wir zu spät, straft uns das Leben. Drum denkt mal nach, hört auf zu keuen, wendet euch zu, auch mal was Neuem. Seid mutig, wacker und nicht dumm, sonst läuft's am End verkehrt herum. Wir denken stets an die Region und auch den Willen haben wir schon. Nun Ärmel hoch, wir fangen an, hören endlich auf mit kleinem Kram. Ein oben. Ein Oberzentrum wollen wir werden. Was gibt es Schöneres auf Erden? Ist der Weg auch lang und steinig? Uns schreckt das nicht. Wir sind uns einig. Selbst Merkel sagt, das schaffen wir. Allein geht nix, drum sind wir vier. Ob Mels, ob's Lusia, Sulli, Sulli, dem Narren ist seit jeher Schnulli. Bleibt gut gelaunt, trefft stets den Ton, Zusammenhalt nützt der Region. Allein wär's fad und öde mir, drum, Ober, bring noch mal vier Bier. Das machen wir doch. Prostmahlzeit. Ja. Prostmahlzeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das gab es noch nie. Gemeinsam auf einer Bühne vor so viel Publikum, interessiertem Publikum. Und der Kappenfall vom Ziegenberg auch live mit dabei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Thomas Schulz aus Oberhof, Richard Rossel aus Zellermelis, André Knapp aus Suhl und André Henneberg aus Schleusingen. Das war, jetzt muss man das einfach mal so sagen, eine richtige Kuschelnummer. Und ich ganz persönlich fühle mich auch schon ein bisschen eingekreist jetzt, ja. Aber das waren übrigens, hat jemand was von Heimgehen gesagt? Oh, die Disziplin ist auch nicht mehr. Wenn die vier Biere aus Erfurt hier erstmal getrunken sind, gell, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann bekommen wir ja sowieso nichts davon, wir kleinen Leute, von den 40 Millionen. Vier Bier, die Oberbürgermeister und Bürgermeister hier eingestrichen haben, aber wir kommen damit klar. Vielen Dank, Herr Kapellmeister. Einen schönen Heim. Ja, na, erstmal an Platz. Ihr dürft heute mal einen ganzen Abend kuscheln, vor allen Leuten. Da bin ich mal gespannt. Machen wir. Die Gebietsreform in Thüringen, die ist ja seit kurzem freiwillig. Also man darf hier sich zusammentun, mit wem man will. Und da sind auch ein paar ganz lustige Sachen passiert. Ne? Bevor nämlich Suhl hier eingekreist wird,
hat sich Suhl selber noch mal irgendwie ein bisschen was geschnappt. Ja, Gebietsreform, hörte man plötzlich oben vom Berg ein Hallo, wir wollen auch, war ein schönes Echo hinten dran. Das waren die Bürgermeister von Gelberg und Schmiedefeld, die da gerufen haben. Und die gehören inzwischen zu Suhl. Ist so. Deswegen begrüßen wir sie ganz herzlich. Die Bürgermeister von Gelberg und Schmiedefeld sind hier. Schön, ich muss das nochmal erzählen, gell? Kaum ist er eingemeindet, schon hat er den Faden verloren. Faden nicht, also, aber das Buch. Jetzt gehören die beiden Gemeinden zu Suhl, es gibt aber eine Person, der war das überhaupt nicht recht. Deswegen gibt es jetzt von Rainer Gier und Reinhard Pulvers die Geschichte von der Thüringer Waldhexe. Also, bei uns in Schmiedefeld berichten die Einwohner seit circa 2 Jahren von nächtlichen Besuchen einer Thüringer Waldhexe. Genau wie bei uns in Gelberg. Sie reitet nachts auf einem schwarzen Audi aus 6 mit Chauffeur, mit Sonnenbrille im Haar und High Heels über die Höhen des Rennsteigs, schleicht durch den Ort und verwirrt die Bewohner im Schlaf, sodass sie am Tag nicht mehr klar denken können. Wie bei uns in Gelberg. Eine aus einem Café hat sie sogar mehrmals gesehen und hat sich mit ihr verbündet. Man erzählt sich bei uns im Ort, es handelt sich um eine Gräfin Petra de Rose aus Arnstadt, die sich aus verschmähter Liebe zu Bodo den Ersten aus Erfurt zur Hexe verwandelt hat. Also, unser Ortschronist hat mir die Geschichte auch berichtet. Bodo der Erste war Herrscher über ganz Thüringen in Erfurt. Er fuhr gerne mit der historischen Dampfbahn auf den Rennsteig, um rußverschmiert seine Untertanen eine Freude zu machen. Auch der Schneekopf und die Suhler Hütte zählten zu seinen beliebten Ausflugszielen. Zu jener Zeit ließ Petra die Große sogar die Bahnstrecke von Erfurt zum Rennsteig extra für ihn ausbauen und hoffte auf eine Umbenennung in Petras Paradebahn. Man munkelte sogar, dass Bodo der Erste und Petra die Große in enger Verbundenheit standen, kamen sie doch beide aus dem Geschlecht der linkstürischen Rothemden. Aber diese Liaison zerbrach. Bodo merkte, dass sich in seinem Herrschaftsgebiet etwas ändern musste. Denn den Gemeinden und Städten in seinem Gebiet ging es größtenteils nicht besonders. Daraufhin beschloss er, die Grafschaften zusammenzulegen. Jetzt brach ein großes Gejammer über ihn herein, denn die meisten Junker bangten um ihre Macht und ihren Hofstaat. Daraufhin wurde der Zusammenschluss von Gemeinden und Städten ins Auge gefasst und mit einem Obolus gefordert. Gelberg und Schmiedefeld liebäugelten mit der Stadt Suhl. Dies wiederum entzürnte Petra die Große sehr, lagen beide Ortschaften doch im Bereich ihrer Grafschaft. Und sie bangte um ihre Auftritte beim Gipfeltreffen auf den Schneekopf oder am Bahnhof Rennsteig. Bodo der Erste
darüber wandte sich Petra die Große von ihm ab. Sie verbreitete nun von nun an in den Orten Angst und Schrecken. Sie rief ihre Untertanen zusammen und umgarnte sie geschickt mit leeren Versprechungen. Die Zukunft malte sie in den schrecklichsten Farben, wenn sie die Grafschaft verlassen und in das völlig verarmte Suhl gehen würden. Stimmt, in Gelberg wird es in absehbarer Zeit kein Bargeld mehr geben, denn sie will den Sparkassenbus nicht mehr nach Gelberg fahren lassen. Den älteren Bürgern bedroht sogar der Hungertod, denn sie können angeblich nicht mehr nach Greffenroda zum Einkaufen. Männer mit schweren Männerschnupfen sterben qualvoll, weil sie den weiten Weg ins Suhlauer Krankenhaus nicht überleben. Die Kinder aus Schmiedefeld, die bleiben ungebildet und dumm, weil sie ja keine Schule mehr haben. Und überall stinkt's, weil der Müll herumliegt, weil Suhl den ja nicht entsorgen kann. Als Bodo der Erste den Schneekopf besuchte, hat sie heimlich ihre Getreuen hinter den Bäumen versteckt und ihn mit bunten Kartons versucht aufzuhalten. Aber Landesfürst Bodo hat das fiese Spiel durchschaut und gut gelaunt die Morgenwanderung zum Gipfel genossen. An Petras Hof in Arnstadt hielt sich ja hartnäckig das Gerücht, dass es ihr gar nicht um die beiden Orte ging, sondern um ihre Auftritte beim Schneekopfgipfeltreffen und dass der Bahnhof Rennsteig künftig auf Suhler Gebiet liegt. Stimmt, das habe ich auch schon gehört. Aber wie ging die Geschichte jetzt weiter? Da kam eines Tages junger Triebel aus Suhl. Der kletterte gern an unseren Schneekopfturm und dachte sich im Stillen, den Turm muss ich haben, auch wenn ich Gelberg dazu nehmen muss. Als Eisenbahnfreund gefiel ihm auch der Bahnhof Rennsteig. Er verhandelte mit beiden Orten und schloss die Fusionsverträge. Doch über Nacht wurde Junger Triebel von Junger Knapp entmachtet. Aber auch er fand zusammen mit seinem Hofstaat Gefallen an den beiden Orten und hat alles zum Guten gebracht. Du willst jetzt sicherlich wissen, wie es Petra der Großen damit ging. Nun, sie befindet sich seit dieser Zeit in hexentherapeutischer Intensivbehandlung. Die nächtlichen Ausflüge nach Gelberg und Schmiedefeld hat sie eingestellt und sie meidet beide Orte. Ihre Untertanen dürfen das Wort Schneekopf und Rennsteigbahnhof nicht mehr benutzen. Man munkelt, dass Bodo der Erste sie zusammen mit dem Junger Knapp zu einem gemeinsamen Tänzchen auf der Bühne des Schneekopffestes eingeladen habe. Nun können jetzt alle auf eine gute Zukunft hoffen, nachdem der Spuk auf der Höhe des Rennsteigs zu Ende ist. Aber wo wird sie denn künftig ihr Nächte erscheinen? Ich schlage vor, Zellamelis muss bei der Walpurgisnacht sparen, habe ich gelesen in der Zeitung. Ich denke, wir schicken sie nach Zellamelis und dann kann sie in der Walpurgisnacht mit tanzen. Bodo. Bodo, das ist alles deine Schuld. Aber der Bus ist noch nicht abgefahren. Meine sehr verehrten Gäste im großen, ehrwürdigen Haus, das waren Rainer Gier aus Gelberg. Mit den Titeln müssen wir noch üben. Bis eben warst du Bürgermeister, jetzt bist du Ortsteilsbürgermeister. Das ist gar nicht so einfach, sag ich dir. Ja, muss man sich, ja komm, wir haben es alle nicht leicht. Ja. Der Ingo Gier, Chef vom Karnevalsverein aus Gelberg. Und Reinhard Pulvers war das. Ortsteilbürgermeister von Schmiedefeld. Vielen, vielen Dank für euch. Danke. Und kommt gut nach Hause nach der Veranstaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im CCS in Suhl, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt kommt der erste Beitrag, der ins Rennen geht, um den berühmten Rasselbock,
den natürlich jeder mit nach Hause nehmen will. Und der Erfahrung nach ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig, als Erster in die Bütt zu gehen. Deswegen möchte ich Sie gerne bitten, einen ganz besonderen Applaus anzustimmen für die Startnummer 1, für die SPD, das Duo Querbeet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kennen Sie alle, wir lieben Sie alle. Wir haben Sie leider nicht ausreichend gewählt. Hier sind Karin Müller und Stefan Nagel für die SPD. Stefan, geht so? Geht. Geht, danke. Karin, bist du aufgeregt? Wunderbar, nein. Na, echt? Nicht, nein. Du kommst das nächste Mal gleich als erste Nummer. Genau. Das wirst du sehen. Freunde und Freunde, für euch gilt natürlich auch eine Zeitbegrenzung für alle, die im Rennen sind um den Rasselbock. Zeitbegrenzung 6 Minuten 66 Redezeit. Eure Zeit läuft ab jetzt. Hallo, guten Abend. Wir begrüßen alle innen und außen, auch gute Bekannte aus hohem Hause, die unsere Provinz ehren mit einer Paraderolle. Natürlich den MP und Andrea mit Georg und Tiefseewolle. Wir begrüßen auch Schmiedefeld und Gelberg in Suhl. Die Bürgermeister, wir haben es gehört, die sind echt cool. Doch bei den Namen der beiden Pulvers und Gier vermuten einige, die sind nur hinter unserem Geld her. Ach, der Pulvers verpulvert doch kein Geld. Und bei Gier, die Geldgier überhaupt nicht zählt. Das sind doch alles nur Parolen. Und außerdem ist in Suhl doch sowieso nichts zu holen. Ach, sag mal, was geht denn neuerdings im Stadtrat ab? Der neue OB wird von einer Gruppe attackiert und das nicht zu knapp. Ja, da werden aus Mücken spitzfindige Elefanten gemacht. Die sollen ihn niedermachen. Da muss er geben Acht. Aber ich denke, das ändert sich nach der nächsten Kommunalwahl sowieso bald. Kann sein, die Freien Wähler müssen mit dem Oberförster zurück in den Wald. Aber im Wald ist es doch dunkel und es gibt kein Licht. Das mögen Sie bestimmt nicht. Doch, die Dunkelheit, die gefällt Ihnen so. Beim Einschalten der Straßenlaternen haben Sie dagegen gestimmt und gesagt, no, no. Sie hätten nachts noch nie jemand auf der Straße gehen sehen. Ist ja auch kein Wunder, wenn keine Lampe brennt, kann man ja auch niemand sehen. Ja. Ja, die Kommunalwahlen stehen nun bevor. Ich habe gehört, es steigt eine ganz neue Fraktion im Stadtrat empor. Ach, du meinst die Fraktion der Geexten, Ex-Oberbürgermeister, Ex-Bürgermeister und weitere Hexen. Die wollen den Stadtoberen doch nur das Leben erschweren. Es wäre besser, sie würden was Nützliches tun und nicht mehr in der Politik rumieren. Ja. Hast du denn auch schon vom Bau einer Gondelbahn gehört, die von Suhl über Oberhof, Gelberg zum Schneekopf führt? Eigentlich ist sie ja für die Gelberger nach Suhl hin und zurück gedacht, denn es ist fraglich, ob der ÖPNV das schafft. Und da Meiningen der Buslinie Zellamelis-Oberhof den Todesstoß erteilt, gehört auch diese Linie gleich mit eingeseilt. Aber Fußvolk, denkst du? Denn vorerst ist der Gondelbetrieb nur für die Obrigkeit gedacht. Frei nach dem Motto, Schneekopf, du neuer Suhler heiliger Gipfel, wir vermarkten dich und wollen schweben über deinem Wipfel. Sag mal, die Prachtregion im Volleyball, die nimmt ja immer größere Formen an. Für die Werbung müssen nun neue Körperregionen her. Wenn die der Werberat sieht, dann legt er sich nicht mehr quer. Unser Ministerpräsident hat doch in Erfurt die langen Beine ins Spiel gebracht. Und lange Frauenbeine, die hatten schon immer Macht. Bei den Männern gibt es da Möglichkeiten mehrerlei. Man muss nur die richtige Stelle finden. Ei, 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 Herr Sauerbrei.
So, ich habe gehört, dass Bürgermeister Rossel zu seinem 100-jährigen Jubiläum eine Art neues Königreich kürt, welches er dann als König Rosselbart führt. Derzeit ist das Ganze unter dem Namen Oberzentrum getarnt. Nicht umsonst hat er den Vorsitz, um sich alles zu ziehen an Land. Ihm reichen nicht die Güter von Benz Zelmelis, das ist der Clou. Er will noch die fette Beute Oberhof Schleus Suhl dazu. Und als Höhepunkt ist wahrscheinlich noch angedacht, dass er Zelmelis zur neuen Bezirkshauptstadt macht. Tja. Ja. So. Bei der Gebietsreform wollen Sie es im Land ja nun mit Trick 17 versuchen und noch vor der Landtagswahl die Einkreisung als Erfolg verbuchen. Wie ich hörte, ist auch unser Suhl betroffen. Aber meinst du, die waren beim Würfeln wirklich besoffen? Na, bei den schön gerechneten Zahlen müssen sie schon benebelt gewesen sein. Aber bei den Finanzen, da schenken wir ihnen reinen Wein ein. Aber wie wird denn nun die Einkreisungskuh vom Eis geholt? Rutscht sie aus? Bricht sie sich das Genick oder ist sie bald tot? Das kommt darauf an, wie viele Millionen sie von Erfurt bekommt als Futter und ob sie uns gut ernährt mit fetter Milch und guter Butter. Ja, für ausreichend Kohle müssen wir schon boxen, sonst sind wir im künftigen Kreis die Ochsen. Und was sagst du zur großen Politik in Berlin, dass Kanzlerin Merkel nicht mehr die CDU leiten will? Ja, sie glaubt, ihre Wunschkandidatin kann die Karren bauen, die alles aus dem Sumpf raushauen. Geschickt hat Mutti M. vorher alles angebahnt, den einen ausgemerzt und den anderen zerspannt. Ja, aber in Berlin erstrahlt doch neu ein Stern am Himmelszelt. Frau Nahles verspricht Grundrente und Bürgergeld. Dazu wird dem Harz in den Hintern getreten und der Heil soll als neuer Heiland auftreten. Auch wenn das alles viel Gutes verheißt. Erst muss noch Finanzminister Scholz zum Goldesel mutieren, der die Dukaten spuckt. Ja, aber sag doch mal, unser Ministerpräsident ja immer sehr von der Olsenbande schwärmt. Ich glaube, bestimmte Streiche, wie man zu Geld kommt, hat er von diesen Kumpels gelernt. Na, zum Beispiel die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Dann wieder das Geld vom Bürger über die Erhöhung der Grundsteuer einraffen. Aber Herr Ministerpräsident, auch wenn sie ihren Reiz hat, die Olsenbande, Egon Streiche bitte nicht anwenden bei uns hier im Lande. Und damit sie regieren zu unserem Wohle, schenken wir ihnen eine echte Havanna-Zigarre und eine rote Melone. Auch noch mein Kleid, das hat nämlich die gleiche Farbe wie der Hut. Jetzt muss ich mal einen Lammert machen. Ihre Redezeit ist abgelaufen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich unterbreche das Schäferstündchen nur ungern, liebe Karin. Aber zwei Zigarren, zwei Melonen, besser als eine Zigarre, eine Melone, das hat man sogar im Osten gelernt. Kann es sein, Herr Ebert, Sie sehen doppelt? Bitte? Sehen Sie doppelt, Herr Ebert? Ich sehe einen Ramelow, ich sehe zwei Hüte, die er aufhat. So. Aber, Freundinnen und Freunde, Meisterleistung, glaube ich, vom Duo Querbeet, Karin Müller und Stefan Nagel. Vielen Dank. Mal gucken, was bei rauskommt. Ihr habt den Rasselbock auf jeden Fall mal verdient. Dankeschön. Jetzt ist Frau Nahles immer noch nicht da, also ich sehe sie zumindest noch nicht im Saal. Wir haben aber Gott sei Dank unseren Außenreporter Klaus von draußen losgeschickt. Der sollte mal in Richtung Oberhof, weil wir vermuten, wo Fördermittel sind, ist auch Nahles. Deswegen
haben wir gedacht, okay, irgendwo in dieser Richtung müsste es sein. Und ich frage jetzt mal, Klaus, bist du denn, wo bist du denn gerade? Naja, hey, ich bin in, warte mal, ich will es immer so erzählen, gell? Ich wollte mit dem Bus auf Oberhof, gell? Ich muss ja selber blöd gemacht sein, mit dem Bus auf Oberhof. Du kommst ja von Suhl, kommst du ja erst einmal hüsch noch mit der Eisenbahn auf Zell, gell? Und da stehst du da und hier, gell? Schön bunt, glänzt, Transfer, Bus nach Oberhof. Und nun frage ich immer so, wo ist er dann? Der Bus auf Oberhof. Wo ist er dann? Da ist er nicht. Ja? Hier ist kein Bus. Der Bus ist wahrscheinlich verschollen im Taktfahrplan irgendwo zwischen Schmalkalden und Meiningen. Ja, aber jetzt stehst du halt da. Gell? Jetzt will ich es immer so sagen. Süßen in eine schöne, geheizte, runde, große, teure Halle da in Suhl. Gell? Und ich stehe in, da in dann. Zellamelis, gell? Und ich bin, also jetzt musst du dich immer vorstellen, gell? Rechts von mir ist ja Zellamelis und links von mir ist ja auch noch Zellamelis, bis dann wenn der Suhl kommt und da stehst du mit den als Sühler, gell? Und da sage ich mich vor Angst, also bald nein, die Hose. Und jetzt immer nicht für ungut, aber ich muss immer heiden brünz. Tut mir leid. Scheinbar alles ein bisschen problematisch heute. Also auch unser Stargast Andrea Nahles ist offensichtlich irgendwo an so einer tektonischen Linie zwischen Zellamelis und Suhl irgendwo hängen geblieben. Die einzige Möglichkeit, die ich im Moment sehe, sie hierher zu kriegen, ist Zauberei. Ja, und deswegen haben wir hier einen der jüngsten Zauberer Deutschlands. Er ist gerade mal 16 Jahre alt. Er kommt aus Bernbach. Das ist ein bisschen Hinterzeller. Und er ist heute hier für Sie. Begrüßen Sie ganz herzlich Candy Jack Hoffmann. Thank you.
einen wundervollen guten Abend, Frau Nahles. Hallo, guten Abend. Wollen wir mal davor gehen? Sie ist wirklich hier, Andrea Nahles. Mein Name ist Daniel Ebert. Hier unten sitzt die Hot Bulli. Neben Herrn Tiefensee ist noch ein Platz frei. Wollen wir hingehen? Ja, gerne. Okay. Dann, meine Damen und Herren, Riesenapplaus für Andrea Nahles. So, aber ich mische mich freundlicherweise auch gleich mal ein. Ach schön, wenn sich alle mögen, das freut mich immer am meisten. Frau Nahles, sind Sie schon mal auf die Bühne gezaubert worden? Nee. Aber ich könnte mir das vorstellen, jetzt so zum Beispiel für den nächsten Koalitionsausschuss, kann man sich den auch buchen, den Kenny? Ja, der kann auch wegzaubern. Weil dann könnte man den ein oder anderen Bayern vielleicht mal im Koalitionsausschuss wegzaubern. Er steht zur Verfügung. Ne? Es ist alles eine Frage des, Achtung, jetzt kommt das böse Wort, Geldes. Das muss drin sein. Ne? Das sehe ich nämlich auch. So ein bisschen Respektzauberei finde ich auch ab und zu mal. Herr Tiefensee, kennen Sie sich schon? Ja, also. Wir haben uns letzte Woche, glaube ich, kennengelernt. Ja. Und da habe ich schon festgestellt, die Andrea Nahles macht jeden Mist mit. Die kommt nach Suhl und die wird sogar auch noch Parteivorsitzende. Ja, sie macht alles jeden Mist. Ach, wunderbar. Jetzt habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen den Faden verloren. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie es weitergeht. Sie können mir auch nicht helfen, Frau Nahles. Ne? Also, tut mir leid, nee. Dann begrüße ich vielleicht mal Herrn Mayer hier. Das ist schön, dass Sie da sind. Herr Mayer, Mensch, ein kurzfristiger Gast. Ne? Ja, ich bin dafür bekannt, dass ich keine Feier ohne Mayer. Das sagt man ja auch. Richtig. Dann haben wir hier Herrn Staschewski zum Beispiel. Hallo. Herr Staschewski ist zum Beispiel bekannt, dass Sie machen die Millionen. Bei Ihnen wird es gedruckt. Ja. Nee, also wir teilen Scheine und die Leute geben den in Annahmestellen ab und dann geben wir das ganze Geld nach Oberhof. So, damit es mal alle gehört haben. Das ist der Chef von Lotto Thüringen. Schönen guten Abend, Herr Staschewski, erstmal. So. Und wir sitzen in Suhl, ne? Lotto Thüringen sitzt in Suhl, fest im Sattel. Ja. Kann man nichts dagegen machen. Und hier vorne, jetzt gucken Sie mal, das ist mein Lieblingsgast heute abends, muss ich mal ehrlich sagen, weil er war auch der Erste, der zum Aschermittwoch nach Suhl kam, Bodo Ramelow, vor 3 oder 4 Jahren, das erste Mal hier. Da hat das noch kein Sat.1 ZDF ARD interessiert und heute, ist auch schön, ne? Also es war 4 Jahre her und es war derselbe Trick. Mir wurde gesagt, ich soll zum Aschermittwoch kommen. Also einfach nur, weil ich immer die Frage hatte, wie könnte ich mich der erfolgreichen Veranstaltung von Mike Moring entziehen, der ja immer mehr Gäste hat. Und dann hieß es auf einmal, der Aschermittwoch in Suhl ist am Dienstag und der heißt Aschardienstag. Und da habe ich gedacht, damit verwirren wir Herrn Moring dann endgültig. Und es hat im Grunde nur 4 Jahre gedauert, bis er es auch verstanden hat. Hallo Herr Moring. Schön, dass Sie da sind. Aber jetzt muss ich auch zur Ehrenrettung sagen, Sie sind ja auch nicht das erste Mal hier. Genau, ich war ja letztes Jahr schon da. Wenn es nach mir ginge, wäre ich schon vor 10 Jahren da gewesen, da wart ihr noch nicht da. Das stimmt. Aber Sie sind, wenn Sie sich mal so ein bisschen umgucken, hier in der Politikerrunde schon der Jüngste, oder? Ja, das geht mir mein ganzes Leben schon so und das spricht nicht für die Politik. Aber schadet mir auch nichts. Nein, jetzt mal ganz ehrlich, was ist das so ein Gefühl? Ich kenne es ja auch nicht mehr. Ja, das Gefühl, irgendwo der Jüngste zu sein. Ja, man hat mehr Zukunft vor sich. Man hat aber auch weniger Vergangenheit. Das war eine kluge Antwort. Mike Moring, wir sehen Sie auch noch auf der Bühne heute. Ja, gleich. Ich muss jetzt dahinter mich verkabeln lassen und dann komme ich nochmal vorbei. So, wer jetzt denkt, Herzschrittmacher und so. Nein, verkabeln meint das Mikrofon. Ne? Also Ruhe bewahren bitte zu Hause. Vielen Dank, bis gleich. Und Freundinnen und Freunde, wie sie alle davon stieben. Die Herren von der Presse. Die haben heute alle zum ersten Mal gegoogelt, wo Suhl ist.
Freundinnen und Freunde, jetzt geht es hier mal weiter im Programm und zwar rasant. Denn Beitrag Nummer 2 im Rennen um den Rasselbock kommt in diesem Falle von Karin Rennert und Ingrid Ehrhardt von den Freien Wählern aus Suhl. Und die erzählen uns die Geschichte von der Stadt und von der Landmaus. Die Landmaus ist aus Zellamelis. Man erkennt sie daran, dass sie ein bisschen wohlgenährter ist. Die Stadtmaus macht gerade 2 Diäten, das werden Sie schon sehen. Herzlich willkommen, Beitrag Nummer 2 im Rennen um den Rasselbock. Die Freien Wähler aus Suhl, Ingrid Ehrhardt und Karin Rennert. Zeit läuft 6 Minuten 66 ab jetzt. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass der große König bald Rassel heißt. Ach, was will denn die arme Nachbarin schon wieder hier? Endlich eine glühende Landschaft. Was für ein Lichtermeer. Nachts mit Sonnenbrille unterwegs. Ich bin nicht nur geblendet von der strahlenden Erscheinung unseres neuen Suhler OBs, sondern auch vor allem von dieser Prachtresidenz. Wem gehört dieses Anwesen? Meinem Herrn und Meister, dem Rosselbärtchen. Boah! Und wie hat er das bezahlt? Da mussten viele Untertanen ihre Sparbücher leer machen. Hast du das nicht im MDR gesehen? Ja, das stimmt. Aber jammerschade. Solche Prachtbauten, die hat der Triebel einfach nicht hinbekommen. Aber der Knapp, der kriegt auch kein Schloss mehr. Großfürst Bodo von Ramelow wird doch die Straßenausbauanträge bald abschaffen. Sagt der Jens? Quatsch, das fordern die Untertanen doch im ganzen Land. Da ist doch die Opposition auch dafür. Zuerst schon. Aber plötzlich poltert der Ramelow dagegen. Ich versteh's gar nicht. Es sind doch bald Landtagswahlen. Warum gehst du so in dich? Och, ich habe so eine inhaltslose Leere in mir. Ich könnte glatt in die SPD eintreten. Um Gottes Willen, kein Selbstmord, friss ein bisschen mehr. Ja, früher, da gab's noch Speck im Rathaus. Und heute, da fallen nicht mal mehr Krümel für mich ab. Und jetzt hat der CDU knapp noch die Stadtratsdiäten erhöht. Damit nimmt meine Diät auch wieder zu. Ihr Suhler aber auch mit euren ewigen Haushaltsloch. Ja. Mein Richard, der produziert jeden Tag den größten Käse. Der ist doch jetzt... Jetzt Knapps ziemlich bester Freund. Auf seinem Schreibtisch liegt eine Geheimakte. Wenn wir erst gemeinsam Großzeller sind, dann kriegt doch irgendwer Brosamen ab. Nachbarin, der Knapp ist doch gerade mit Herzblut dabei, uns an den Landkreis zu verscherbeln. Wir in Zell um Mils, wir sind dafür, auch in Benshausen, ein großer Geldgeber für unsere 2 Schwimmbäder, für den Turm auf der Hohen Geber, für den Busverkehr nach Oberhof, fürs Meininger Theater, fürs Schmalkalder Krankenhaus. Das reicht, hör auf. Vielleicht stolpert unser Knapp ja doch nicht in diese Mausefalle.
Der ist Sparkassenbanker. Tja. Jetzt erntet er aber erstmal die Lorbeeren vom Triebel. Beitritt von Schmiedefeld und Gelberg, neuer Busbahnhof, Gewo gerettet und saniert, große Bauvorhaben in der Aue, modernes Stadtarchiv im Portalgebäude. Das, meine Liebe, wird der CDU-Hauptmann strahlend eröffnen. Der war schließlich am lautesten dagegen. Ja. Aber ich lieb den ja. Der hat mein Zellermehl schon zur Stadt der Zukunft erklärt. Da hat noch keiner dran geglaubt. Die Lüge gehört zur Politik wie der Schwanz zur Maus. Ätsche, bätsche, aber wir haben einen schönen Bahnhof. Dafür haben wir viel mehr Bahnhofsklos als ihr. Da kann gar keiner drauf hoppen, die sind ja zu und in der Ruine. Oh. Wart erst mal ab, was die Sula Immobilienhaie da noch vorhaben. Und was habt ihr? Einen leeren Platz vorm Rathaus. Pah. Mein Herr hat die Vision von einem kolossalen Denkmal auf diesem Platz. Ein Rossel. Mit erhobenem Haupt und wallender Mähne und Blick gen Suhl. Sitzt da auch einer drauf? Deshalb wird es doch aufgestellt, du Dummerchen. Mein König Richard der Starke, der thront da oben mit Amtskette und einem in Stein gemeißelten Handelsnetzkonzept in völlig neuen Grenzen. Ja, aber hinter ihm, da hockt die närrische Landrätin, Meininger Großherzogin, Peggy die Prächtige. Und die hält die Zügel in der Hand. Und mein Knapp? Tja, der hat Kummer. Ich rieche, riechst du das auch? Ja, ja. Ich rieche schwarze Katzen. Ich glaube, wir müssen weg hier. Das wird gefährlich. Das wird total gefährlich. Okay. Ciao. Können wir gehen nochmal vor? Meine Damen und Herren, das gab es ja fast noch nie. Die Freien Wähler haben noch Redezeit übrig. Noch 25 Sekunden hättet ihr gehabt. Oh. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ihr zu sagen habt? Nein, alles gut. Alles gesagt. Ja. In 5 Minuten. Alles gesagt. Alles genau. Ich frage mich, warum die Stadtratssitzungen so lange dauern, wenn ihr dabei seid. Das fragen wir uns auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren Ingrid Ehrhardt und Karin Rennert von den Freien Wählern. Start Nummer 2 im Rennen um den Rasselbaum. Wartet. Will doch noch was. Für die Karin haben wir nämlich hinten extra noch eine Bockwurst warm gemacht. Und damit sich die Ingrid als freier Wähler auf dem Weg dahin wohlfühlt, haben wir das Licht ausgemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kapellmeister. Ich kann im Dunkeln gucken. Freundinnen und Freunde, wir senden ja aus Suhl, Sie haben das mitgekriegt, und damit das hier auch so ein bisschen ausgewogen ist und damit das auch so ein bisschen die Leute vielleicht in Apolda interessiert, Herrn Mohring vielleicht sogar, haben wir ihm jetzt eine Freude gemacht. Jetzt gibt es nämlich eine Nummer aus Apolda, das wird großartig, kann ich Ihnen versprechen, sind gute alte Freunde von mir, sie waren 2014, als es das letzte Mal das MDR herrliche närrische Thüringen gab, das letzte Mal auch für den MDR auf der Bühne. Und heute wieder begrüßt ganz herzlich aus Apolda die Tönsmänner. Musik.
Hip, 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 doch das ist uns egal, denn wir sind Thüringer, Thüringer, Thüringer sind wir. Thüringer, Thüringer, Thüringer von hier. Wir sind Thüringer, Thüringer, Thüringer ist schön. Von Elbe bis nach Basel, weg vom Holzland bis Florenz. Der Rheinländer als Frohnatur ist von ganz anderem Schlag. Er trinkt gern Kölsch oder ein Alt und lebt so in den Tag. Gern wäre er das ganze Jahr Prinz im Karneval. Papa. Und denkt sich so, et küppisch küpp, doch das ist uns egal. Denn wir sind Thüringer, Thüringer, Thüringer sind wir. Thüringer, Thüringer, Thüringer von hier. Wir sind Thüringer, Thüringer, Thüringer ist schön. Von Erich bis nach Basel und vom Holzland bis zurück. Der Berliner fühlt sich ganz als Mittelpunkt im Land. Er baut an seinem Flugplatz rum und setzt ihn in den Sand. Er gibt sich gern als Weltstadtmensch, sind auch die Taschen schmal. Und denkt sich so, was kostet die Welt, doch das ist uns egal. Denn wir sind Thüringer, Thüringer, Thüringer sind wir. Thüringer, Thüringer, Thüringer von hier. Wir sind Thüringer, Thüringer, Thüringer ist schön. Von Erich bis nach Basel und vom Holzland bis zurück. Denn wir sind Thüringer, Thüringer, Thüringer sind wir. Thüringer, Thüringer, Thüringer von hier. Wir sind Thüringer, Thüringer, Thüringen ist schön. Von Erich bis nach Basel und von Holzland bis zurück. Das muss man ja auch mal sagen dürfen. Das waren die Tönsmänner aus Apolda. Das waren Antje Schmidt, Rick Kotschik und Michael Sander. Ach, ich hab mich mal ein bisschen hier ins Volk gestellt. Guten Abend. Wie gefällt es Ihnen bis jetzt? Ehrlich? Noch kein Fehler passiert bis jetzt? Sie sucht nicht nach Fehlern, das ist die erste. Herzlich willkommen, Sie dürfen jetzt jedes Jahr kommen. Wir gucken mal, es hieß vorhin auch, die Landrätin ist hier. Wo ist sie? Frau Greiser? Ganz hinten. Frau Greiser, hallo. Stehen Sie ruhig mal auf, da können Sie alles sehen. Das ist Peggy Greiser, unsere... Unsere zukünftige Chefin ist das. Aber Freundinnen und Freunde, Suhl bleibt Suhl und Suhl ist ja die Stadt der Jagdwaffen zum Beispiel. Und hier gab es vor kurzem eine Ausstellung. Die Ausstellung hieß Die Waffen der Frau. Wer war drin? Mal kurz Handzeichen. Ah, zwei, drei, vier? Mehr. Es waren da doch, aber nicht alle. Ich zeige Ihnen, was gab es da zu sehen in der Ausstellung Die Waffen der Frau. Es gab zu sehen eine Kontovollmacht und Flaschenöffner. Und meine Damen und Herren, deswegen sind auch die Wahrzeichen der Stadt Suhl, die Göttin der Jagd, die Anna und der Waffenschmied. Und die steigen jedes Jahr einmal, wenn die Glocken läuten, von ihrem Sockel in der Stadt herunter und werden dann ja wahrscheinlich ein bisschen intim miteinander, zumindest mündlich. Und das erleben wir jetzt, weil die Glocken läuten. Hier sind Diana und der Waffenschmied. Thank you.
sag mal, Diana, ist denn dein Brunnen immer noch eine Baustelle? Ach, Waffenschmied, du weißt doch, was lange währt, wird gut. Na, hoffentlich. Ja. Ich meine, deine Baustelle war ja nicht die einzige im letzten Sommer im Stadtzentrum. Nö. Das ging ja von dir aus gleich über den Herrendeich, das Portalgebäude, die Bahnhofstraße, die Kommastraße bis runter nach Neuendorf. Eine Baustelle nach der anderen. Ja, aber da haben die Gäste in Suhl was zu sehen bekommen für ihre Kurtaxe, die sie gezahlt haben. Da ist was dran. Du, und wir hatten doch noch richtig Glück gehabt, dass wir zur 700-Jahr-Feier nach Neuendorf noch reingekommen sind. Eigentlich soll die Straße schon längst gesperrt gewesen sein. Ja, aber die Nönneröffer haben sich stark gemacht, gell? Und die haben ein Fest hingelegt, also Hut ab. Das stimmt. Ach, das war schon schön. Du, und so langsam verschwinden ja auch die Baustellen. Und unser Suhl wird wieder schöner. Schöner und größer. Größer? Na, Waffenschmied, die Zahl der Narren hat in Suhl zugenommen. Oh, das Gefühl habe ich schon lange. Nee, wir haben jetzt 5 Karnevalsvereine in Suhl. Die Gelberger haben auch noch einen. Ja, und in Schmiedefeld, da wohnen bestimmt auch ein paar Narren, gell? Ach, jetzt weiß ich auch, warum die Zeller Melisser die Benzhäuser aufgenommen haben. Die wollten auch noch einen Karnevalsverein mehr haben. Nichts Negatives gegen unsere Nachbarn. Nimm dir ein Beispiel an unserem neuen Oberbürgermeister. Der ist jetzt auch immer ganz nett zu Zeller Melis. Ja, das stimmt. Wie hat man da früher dazu gesagt? Friedliche Koexistenz. Du, aber als man von friedlicher Koexistenz gesprochen hat, da gab es hier die Mauer noch. Oh ja, fast 30 Jahre lang ist die Mauer weg und über den großen Deich, da wird wieder eine gebaut. Gell? Ja, hier haben die Menschen damals gelitten, weil die Mauer stand und dort leiden sie jetzt schon, weil eine gebaut werden soll. Also echt, ich sag nur Shutdown, ne? Und was der Trump im Kopf hat, ich frag mich, ob da überhaupt was drin ist. Du, vielleicht gehört er ja zu den Menschen, die falsch zusammengebaut sind. Hä? Ja, so ein Mensch besteht doch auch aus ganz vielen Einzelteilen, wie so ein Auto. Aha. Ja, und wenn man da nicht beim Zusammenbau aufpasst, da können auch mal Teile, die sich ähnlich sehen, verwechselt werden. Welche Teile sehen sich denn beim Menschen zum Verwechseln ähnlich? Na, zum Beispiel das Gehirn und der Dickdarm. Ei, und ich, jetzt weiß ich auch, was ein Klugscheißer ist. Der hat sein Gehirn im Bauch. Ja, und was die anderen im Kopf haben, das verraten wir nicht. Ach, aber du sag mal, wenn ich jetzt die verwechselten Teile wieder an die richtige Stelle machen lassen will, zahlt dann diese OP die Krankenkasse? Das weiß ich jetzt nicht. Oh. Aber apropos Krankenkasse, hast du schon was von der neuen Krankenkasse gehört? Eine neue Krankenkasse? Ja, neben den ganzen BKK und der IKK reden die Leute jetzt immer von der AKK. AKK. Ach Mensch, Waffenschmied, AKK, das ist doch keine Krankenkasse. Nee? Das ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber nicht, dass jetzt hier einer auf die Bühne kommt, gell? Also. Wie heißt die? Annegret Kramp-Karrenbauer. AKK. Ja. Na gut, dass die nicht Franziska heißt. Das ist die neue CDU-Chefin. Weiß ich jetzt. Oh. Weil die Angela hat ja ihren Parteivorsitz abgegeben. Genau. Ja, ja, das Seehofers Horst ja auch, gell? Ja, und unser Landtagspräsident, der hat aufgehört. Der Schulzens Martin ist weg vom Fenster. Den 3D-Zebrastreifen in Schmalkalden haben sie auch entfernt. Den Triebels Jens auch. Ach, das Ergebnis war knapp. Du, auch wenn so viele überall aufgehört haben,
Im Bundestag sitzen mehr Mitglieder denn je. Ja, viele Köche verderben den Brei. Das kostet übrigens den Steuerzahler jeden Monat über 7 Millionen Euro. Jeden Monat, was man dafür alles finanzieren könnte. Ich bin mir sowieso nicht im Klaren, ob sich die Politiker bei dem, was sie beschließen, immer über die Konsequenzen im Klaren sind. Ich sage nur DSGVO. Was? Datenschutzgrundverordnung. Hör doch auf damit. Weißt du, was das für komische Auswirkungen hat? Ja. Da soll es Arztpraxen geben, die bieten jetzt ihren Patienten an, die nicht mit ihrem Namen aufgerufen werden, dass sie Farbkarten bekommen. Und dann heißt es, als nächstes der Patient mit der blauen Karte bitte. Und da gibt es dann auf den Anmeldebogen künftig ein neues Feld, ja? Wieso? Na, für die Parteizugehörigkeit. Die FDP-Mitglieder kriegen eine gelbe Karte, die Grüne grüne und... Das widerspricht dem Datenschutz. Ah ja, stimmt, stimmt. Aber Diana, Datenschutz schützt nicht vor Datenklau. Das stimmt, das hat so ein 20-jähriger Schüler sehr deutlich bewiesen. Ja, der hat auch ohne die geplante Digitalisierung in den Schulen da schon richtig durchgeblickt. Ja, aber weißt du, wo ich nicht mehr so durchblicke? Wo blickst du nicht durch? Bei den Geschlechtern der Menschen. Warum blickst du da nicht durch? Naja, gucke, im Paradies gab's Adam und Eva, also Mann und Frau. Und jetzt gibt's die Diversen. Ja. Als Diverse dürfen sich Menschen bezeichnen, die sich weder als Frau noch als Mann fühlen. Haha. Also ich sehe doch aus wie eine Frau. Das kann ich bestätigen. Wenn ich mich jetzt aber nicht fühle als Frau, kann ich dann auf die Männertoilette gehen? Das ist eine gute Frage. Ich sehe aus wie ein Mann, fühle mich nicht als solcher. Kann ich dann drüben im Ottilienbad in die Frauendusche? Ich sag doch, es wird ein heilloses Durcheinander. Oder aber es wird alles einfacher. Ach so. Es werden künftig nur noch Duschen und Toiletten gebaut, die von allen genutzt werden können. Weil Frauen und Männer sind ja eh schon diverse Individuen, die Diversen noch dazu. Das ist doch alles divers, alles eins. Stimmt. Ei, und weißt du, wie diese Epoche später in den Geschichtsbüchern heißen wird? Wie? Das Diversum. Ob dann in den Geschichtsbüchern auch etwas über die Klimagipfel drinsteht? Du, da frage ich mich schon lange, wann sie auch den Schadstoffausstoß bei den Menschen regulieren wollen. Wer dreimal täglich pupst, darf nicht mehr ins Stadtzentrum. Obwohl ja bei manchen Menschen der Schadstoffausstoß hinten nicht so schlimm ist, wie das, was oben rauskommt. Gell? Also, was da so zusammengeredet wird, gell? Manche glauben sogar an das, was sie sagen. Ja, aber es handeln auch immer noch Leute nach dem Prinzip, der Klügere gibt nach. Ja, du, das kann aber gefährlich werden. Warum das denn? Na, wenn immer nur der Klügere nachgibt, dann haben ja irgendwann die Dummen das Sagen. Aber Waffenschmied, weißt du, wenn ich mir die Menschen hier so angucke... Diana, komm, bevor wir jetzt hier noch Schaden anrichten mit unserem Mundwerk, gehen wir lieber zurück auf unseren Brunnen. Ich glaube, die Glocken glucken gleich wieder. Okay, Waffenschmied. Dann bis zum bis nächsten bald. Mal. Gell? Meine sehr verehrten Damen und Herren, vom Ziegenberger Karnevalclub Sandra Kleine und Andreas Schmidt. Wie kommt ihr heute auf den Ziegenberg? Fährt da noch ein Bus oder so? Wir sind gut zu Fuß. Gut zu Fuß, das ist besser heute. Vielen, vielen Dank. Aber jetzt muss ich auch mal fragen, weil Bus ist echt ein Problem für alle, vor allen Dingen für unseren Außenreporter Klaus. Der wollte nach Oberhof, ist aber zuletzt in Zellamelis hängen geblieben. Klaus, wo bist du denn jetzt? Hallo? Herr Ebert,
wenn ich irgendeine Frau richtig verstanden habe, dann warum sie weiß, wo ich bin. Ich bin immer noch in Zellamelis am Bahnhof. Es fährt nämlich kein Bus auf Oberhof. Und da geht es um die Zeit sogar noch Menschenbewegung. Entschuldigung. Entschuldigung, wo kommen Sie dann her um die Zeit? Erfurt. Auch von Erfurt, ja. Und wo soll es hingehen? Ich muss nach Oberhof. Auf Oberhof, ach ja. Und Oberhof? Ja, ich muss Futtermittel abliefern in Oberhof. Futtermittel, ja. Ach Mensch, schlecht. Na ja, und wie kommen Sie auf Oberhof? Ja, ich muss laufen. Geht doch nicht anders. Fährt kein Bus mehr. Ah ja, dann gute Reise, ja, gell? Und Sie sehen selber, also man steht da in Zell und kommt... Warte mal. Das waren keine Futtermittel, das waren Futtermittel, du blöder Mann. Damit zurück in irgendeine Halle. Tut mir jetzt leid, aber ich sag mal, an der Stelle mögen die Züge aus Erfurt niemals stehen bleiben. Beitrag Nummer 3 im Rennen um den Rasselbock. Das ist jetzt eine Gemeinschaftsproduktion der Stadtratsfraktion und der Landtagsfraktion der CDU. Und sie treten zusammen auf mit Rudi Carrell. Hier ist ihr Herzblatt. Merken, der potenziell Heiratswillige fehlt noch, aber Rudi Carrell wird das schon richten. Aber auch für euch gilt, eure Zeit, 6 Minuten 66, läuft ab jetzt. Ich hoffe, Sie sind alle munter und noch aufnahmefähig, denn ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Show vom Herzblatt hier im CCS zu Suhl. Wie Sie alle wissen, haben wir im Herbst diesen Jahres Landtagswahl. Und den letzten Umfragen zufolge ist wirklich klar, dass bisher nichts klar ist. Wir wollen heute Abend mit Ihnen mal schauen, welche Koalitionen mit der CDU so möglich wären. Und damit hier wirklich alle Vorurteile ausgeblendet werden, haben wir uns für die Hilfe von Rudi Carrells Herzblattwand entschieden. Unser Kandidat als Ministerpräsident ist dann auch der echte. Sehr geehrte Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Mike Moring. Hinter der Wand nehmen heute nach einem aufwendigen Auswahlverfahren, wie im Original auch, 3 Bewerber Platz. Für die SPD spielt das heute der Cedric Bickel, für die Grünen der Marc Hauptmann und für die FDP Dr. Tobias Uske. Am Ende fasst dann unsere Susi das Gesagte noch einmal zusammen, damit sich unser Kandidat auch wirklich gut entscheiden kann. Legen wir los, Herr Kandidat, Ihre Fragen bitte. Ja, Kandidat Nummer 1, was können wir eigentlich gemeinsam tun, damit in der Schule kein Unterricht mehr ausfällt und die Schüler ihre Noten auf ein Zeugnis bekommen, damit es gute Bildungspolitik gibt? Bildung. Wir bilden uns zum Beispiel nicht ein, Ministerpräsident zu werden. Und unsere Bundesvorsitzende hat auch im Deutschen Bundestag schon vorgetragen, wie unser Anspruch und unser Niveau in der Bildungspolitik ist. 2 mal 3 macht 4, witte, und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, witte, sie mir gefällt. Hey, Pippi Rotstrumpf. Ist gut. Kandidat Nummer 2. Es gibt ja Minister, die rufen wegen der Versetzung ihres Kindes im Kultusministerium an. Habt ihr eigentlich mehr Ideen als interministerielle Einzelbetreuung? Also dieser Anruf vom Minister Lauinger, der war schon wichtig. An unseren heutigen Schulen herrscht Stress, wo man nur hinschauen kann. Dabei kann man sich doch auch zum Abitur tanzen. Und wir als Grüne machen jetzt neue Vorschläge, wie man die vielen Ausfallstunden in Thüringen doch sinnvoll nutzen könnte.
Da geht es zum Beispiel mit Genderkursen oder über den ökologischen Landwirtschaftsanbau, die Geschlechtervielfalt oder vielleicht kann man auch den jungen Leuten was vom Hanf näher bringen, denn schließlich kann man damit nicht früh genug anfangen. Kandidat Nummer 3, du bist meine letzte Hoffnung, ein Teil davon. Aber aus dieser Hoffnung muss auch Liebe werden. Was kannst du mir anbieten? Also bei uns steht der Leistungsgedanke ganz weit oben. Malen nach Zahlen und dieses Gender-Gequatsche, damit kann man auf dem Weltmarkt nur eins ernten. Hohn, Spott und Gelächter. Wir brauchen wieder mehr Druck, mehr Effizienz und mehr Leistung. Und darum fordern wir schon 3 Fremdsprachen, und zwar ab dem Kindergarten. Chinesisch, Englisch und Deutsch. Kandidat Nummer 1, ich habe eine ganz andere Frage. Der Innenminister ist ja derzeit eher Hochzeitsplaner als Minister. Aber wenn es um die Sicherheit im Land geht, ist es eigentlich schöner, 50 Millionen auszugeben für die Fusion von Suhl und Schmalkalden-Meining oder doch lieber Polizisten einzustellen? Es geht jetzt um die innere Sicherheit. Mit Sicherheit werden wir nicht Ministerpräsident, aber zur inneren Sicherheit haben wir Konzepte. Die verraten wir halt nicht, weil auch in der Regierung mit den Linken war nicht alles durchzusetzen. Aber wir haben wenigstens den Meier. Badgy. Kandidat Nummer 2, kannst du mir mehr Sicherheit geben? Also, wenn man sich auf unseren Straßen anschaut, überall diese gewaltbereiten Polizisten mit ihren martialischen Uniforms, Bodycams, überall Waffen. Wir brauchen eine Peace, eine friedliche Gesellschaft. Wir brauchen nicht dieses starke Auftreten der Polizei. Wir brauchen eine bunte Polizei. Wir brauchen Geschlechtervielfalt, Deeskalation. Das ist doch unser Konzept, wo wir die Polizei hier für die Zukunft aufstellen sollten. Oder etwa nicht? Kandidat Nummer 3, du bleibst Teil meiner letzten Hoffnung. Also in der Wirtschaft, da orientiert man sich immer am Marktführer. Und in Sachen Sicherheit ist wohl unbestritten Nordkorea Marktführer. Man kann ja von Kim Jong-un halten, was man will, aber dass dort mal einer aus der Reihe tanzt, davon hat man noch gar nichts gehört. Wir sollten daher uns ein paar Nordkoreaner als Experten einladen oder die Sicherheit gleich ganz outsourcen. Das ist dann auch billiger. Kandidat Nummer 1, die jetzigen räumen die Konten leer, geben das ganze Geld aus. Können wir zusammen mehr Haushaltsdisziplin hinbekommen? Wir stehen für Haushaltsdisziplin. Wir haben diszipliniert bis auf den letzten Cent alles ausgegeben. Kandidat Nummer 2, gebt ihr auch das Geld anderer Leute so viel aus? Oh ja, gerne, gerne, sehr gerne. Aber wir haben natürlich viele weitere Vorschläge über diverse Tanzkurse und so das ein oder andere Hanfseminar, was wir durchaus noch auf Steuerzahlerkosten finanzieren würden. Nur dafür müssen wir wahrscheinlich die Steuern erhöhen. Und Kandidat Nummer 3, wie sind eure finanzpolitischen Vorstellungen? Also wir haben das Rosa nicht umsonst in das Logo der FDP aufgenommen. Es steht für Menschlichkeit. Und genau diese Menschlichkeit fordern wir in Sachen Steuern ein. Gerade die Klein- und Kleinstmillionäre dürfen nicht die unmenschliche Härte des Steuerstrafrechts zu spüren bekommen. Danke. So, mein lieber Kandidat, damit du dich auch entscheiden kannst, erhältst du noch Hilfe von unserer Susi. Eine Zusammenfassung. Also, lieber Mai, wer soll denn nun dein Herzblatt, Koalitionspartner werden? Kandidat 1. Stille Wasser sind tief für Sie. Stets bemüht, selten erfolgreich, aber ohne Ambitionen auf das Ministerpräsidentenamt. Diszipliniert im Geld ausgeben und mit halbem Herz für die innere Sicherheit. Oder aber Kandidat 2, der einen Abrüstungsvertrag bei der Polizei anstrebt, einen sicheren Abnehmer für das Thüringer Steueraufkommen darstellt und etwas benehmen. Jetzt kennen wir natürlich die Entscheidung vom Kandidaten nicht. Ja. Wir haben mit dem Klatschen nicht gerechnet. Ja, oh, ihr habt geklatscht, damit hat die CDU nicht gerechnet. Ja.
Leider, ich weiß. Ich habe das vor, du weißt es, Markus, vor 2, 3 Jahren habe ich das mal gemacht. Habe ich gesagt, komm, macht euren Schluss noch dran. Kam ich hier raus aus der Halle, bin ich gesteinigt worden. Ja. Ich habe heute noch die blauen Flecken, deswegen machen wir das nicht. Wir bedanken uns bei euch. Ich bin gespannt auf die Entscheidung im Oktober. Ich auch. Ich auch. Ich freue mich aber sehr, dass ihr heute alle da wart und da seid vor allen Dingen. Markus Kalkake, Mike Moring, Cedric Bickel, Marc Hauptmann, Dr. Tobias Uske und die Susi aus dem Off war. Caroline Güth, euer Applaus. Vielen, vielen Dank, Herr Kapellmeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist heute wirklich restlos ausverkauft hier im CCS in Suhl und deswegen gibt es eine Familie, von der ich weiß, sie hat keine Karten mehr gekriegt. Sie wollten ehrlich gesagt auch keine, weil die Oma hatte heute den 80. Geburtstag und das ging ein bisschen vor. Weil wir das aber wussten, haben wir eine Kamera dort installiert, wo die heute feiern. Die feiern in einem Wirtshaus hier in Suhl im Naturheilgarten und da gucken wir jetzt mal hin. Mal gucken, ob wir sie sehen, die Familie Simson, die Simsons aus Suhl. Herrlich. Und Oma, was wünscht ihr denn nur zum 80. Ne? Ach, ein paar Weinbrandbohnen und ein bisschen mehr Rente. Na, ich denke mal, die kriegst du. Ja, ich weiß. Aber bei der Rente streitet sich ja gerade die Nahles mit ihren Parteifreunden von der CDU. Das sind doch keine Parteifreunde, das sind die von der Konkurrenz. Ja, freilich, weil sie sich nicht einig sind, ob es erst einmal eine Bedürftigkeitsprüfung bei der Oma geben soll. Oder nicht. Was ist los? Kontrolle. Wenn du Weinbrandbohnen willst und Zucker hast, dann gibt's eben keine. Ach, schade. Aber da hat doch das eine mit dem anderen nichts zu tun, gell? Wenn sie Zucker habt. Ach ja, Zucker habe ich. Aber die Doktorin ist zufrieden. Ja, also wenn sie Zucker hat, kriegt sie einfach gar nichts. Doch. Dann gibt's zumindest die Mindestrente in Weinbrandbohnen. Aber nur von Weinbrandbohnen kannst du doch nicht leben. Aber du stirbst auch nicht dran. Ja, das sieht man ja an der SPD. Das ist es ja. Mir wird dann immer köckerig. Da gebt doch der Oma einfach einmal was Ordentliches zu essen. Oder der Nahles. Hä? Wenn die mal eine ordentliche Bratwurst essen würde, dann käme sie auch wieder auf die Beine. Ja, ja, das stimmt. Ach, jetzt hört auf. Was soll denn zum Beispiel der Tiefensee sagen? Der hat sich halb Leipzig aufgerissen und jetzt darf er nicht einmal Ministerpräsident werden. Weil die bei Rot-Rot-Grün ihre Weinbrandbohnen schon verteilt haben. Das mache ich aber auch, gell? Ich beiß so ein bisschen nein und dann zügel ich den Schnaps raus. Ja. Und dann? Die Schokolade bringe ich dann immer dem Busfahrer mit. Oma! Ach, der freut sich. Da hat er was für seine Kinder. Für den Moring. Das ist zumindest der Jüngste. Und er stänkert immer zu. Er ist halt noch in der Pubertät, aber das geht vorbei. Ja, der wird schon noch wachsen, gell? Karius hat er auf jeden Fall nicht mehr. Und es gibt eine gute Nachricht für ihn, da wird er sich freuen. Oh, was denn? Dies Jahr hat man bis zum 31. Juli Zeit, seine Steuererklärung abzugeben. Au! Darf ich denn den Moring auch mal was fragen? Oh, du machst doch sowieso. Sag mal, Maiki,
Erst willst du die Straßenausbaubeiträge auch nächstes Jahr abschaffen, gell? Und jetzt sagst du, du hast von dem Termin überhaupt nicht gewusst. Bist wo auch im Stimmbruch. Guck, da lacht der Bodo. Dabei hat er auch manchmal nicht zu lachen. Ja, jetzt wo auch noch seine Gebietsreform nur dort funktioniert, wo sie nicht funktionieren Jawohl, soll. Und dort, wo es funktionieren soll, da funktioniert es nicht, gell? Also du meinst, es funktioniert, obwohl es nicht funktionieren soll? Nee, wo es nicht funktionieren soll, funktioniert's. Also funktioniert's? Nee, es funktioniert eben nicht. Das ist ja wie bei dir im Bett. oder beim Wartburgkreis und Eisenach, gell? Ja, das funktioniert. Und das ist gut so. Warum? Jetzt merkt der Ramelow endlich auch mal, wie es war in der DDR. Hä? Hä? Jetzt erlebt er mal, wie schwer es war, an so einen Wattbeutel ranzukommen. Das stimmt, ja. Und wie teuer so ein Ding war. Und heute noch ist, gell? Guck mal, 40 Millionen wollte der für einen Wattbeutel bezahlen. Und die 40 Millionen, die kriegt vielleicht bald Suhl. Weißt du, wie viel Mopeds du dafür kriegst? Du meinst Simson, gell? Die werden doch jetzt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gebaut. Das weiß der, das weiß der. Oh, und weißt du noch die Tage, wo der Ramelow bei Markus Lanz war? Oh ja, das war prima. Na ja, geht das auch. Der hat mir richtig gut gefallen, ja. So eloquent und so telegen. Also da war der Lanz immer richtig gut, ja. Das stimmt. Und soll ich euch mal was sagen? Was denn? Das ist wirklich mal ein schöner Geburtstag. Es ist ja auch der 80. Gell? Irgendwann muss's ja mal klappen. Und wir reden mal so schön über Politik und streiten uns nicht. Haben Sie schon gewählt? Wen denn? Die Simpsons aus Suhl, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wen ich wählen soll, aber vielleicht kommt ja die Erleuchtung, wenn irgendwann die UFOs gelandet sind und die Aliens kommen. UFOs haben wir jetzt auch da. UFOs heißt nämlich das größte Suhler Ukulele-Orchester. Es ist halt auch das einzige. Deswegen ist es ja das größte. Und sie sind hier, wie jedes Jahr beim politischen Aschermittwoch in Suhl, die UFOs und Carmen Rutz. Wir haben dieses Jahr einen Song ausgewählt aus der Rubrik Lieder, die die Welt nicht braucht. Das ist unsere Antwort auf den Griff in die Gender-Toilette. Bayernhorst, der Heimatkracher, Andreas, bescheuert Tempomacher, Angela, die Aussitzbraut, Steinmeier, das Laberkraut. Nehmt sie jetzt auf, wenn sie stinken, mit duften keinen Winken, ganz egal. Denn so volksverbunden, friedlich, fantasievoll sind sie nur vor einer Wahl. Nehmt sie jetzt auf, wenn sie liefen und vor Schnapsideen triefen, welch ein Glück. Später kriegen sie das Kriseln und dann dieseln sie mit voller Kraft zurück. Mief, 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 ist im Abgasgrenzwert gar nicht drin. Ursula mit Trümmertruppe, jetzt der Schwan in der Pflegesuppe, nahe
alles heil, Grundenten schwer. Ramelow im Endloskreisverkehr. Nehmt sie jetzt auf, wenn sie stinken, uns mit duften Seiten winken, ganz egal. Denn so volksverbunden, friedlich, fantasievoll sind sie nur vor einer Wahl. Nehmt sie jetzt auf, wenn sie miefen und vor Schnapsideen triefen, welch ein Glück. Später kriegen sie das Krisen und dann gießen sie mit voller Kraft zurück. Gott sei Dank nicht digitalisiert. 2, 3. Märchen, Onkels, Märchen, Tanten tragen das Quadrat der Quanten, liebe Leute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann quark und mief es nach der Wahl wie heute. Wenn sie uns die Kohle würzen mit altmeierlichen Fürzen, danke sehr. Doch die oberfaulen Gase einer Gaulandwolke stinken wohl noch mehr. Mief, 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 mief. Oh, ist das eine Luft hier? Nix wie weg! Carmen Ruth und die UFOs aus Suhl, meine sehr verehrten Damen und Herren. Carmen Ruth, bei dir darf ich aber... Moment bitte, ich erzähle dir gleich, wie du an die Ukulele kommst. Bei dir kann man es nämlich lernen, gell? Ja. Du bist wieder in Suhl, du hast die Ukulele-Werkstatt nach Suhl verlegt und da kann man Instrumente lernen. Alle, die hier stehen, haben das getan. Alle, die hier stehen, haben das getan. Also, herzliche Einladung, das auch mal auszuprobieren. Vielen, vielen Dank. Dem Ukulele-Orchester, den UFOs aus Suhl. Euer Applaus nochmal vielleicht. Dankeschön. Und ich weiß, heute geht es eigentlich um Politik. Ihr habt das jetzt schon mitgekriegt. Und viele Politiker, da wird ja immer so volkstümlich bemängelt, die haben ja keine Visionen mehr. Die haben ja überhaupt keine Visionen mehr, die Politiker von heute. Aber Willy Brandt hat mal gesagt, nee, Helmut Schmidt war es. Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und zwar zu unserem, zum Amtsarzt von Suhl. Hier ist er, herzlich willkommen. Ich weiß es selber, ich sehe aus wie Arthur der Engel. Aber mein Hauptsponsor ist nun einmal der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks. Aber erstmal habe ich eine Frage. Sind im Saal Angehörige des neuen Geschlechts divers? Das ist scheinbar nicht der Fall. Herr Ramelow, hat sich bei Ihnen was geändert in diese Richtung? Auch nicht. Gut, dann darf ich wohl mit ruhigem Gewissen eine zweigeschlechtliche Anredeformel benutzen und sagen, guten Abend, liebe Karnevalisten und liebe Karnevalistinnen. Ja, und natürlich ganz herzlichen Dank für Ihren fröhlichen Empfang.
aber wegen Ihrer Fröhlichkeit vermute ich, Sie wissen es noch gar nicht. Excrementum expandis fumantia, wie wir Mediziner sagen. Die Kacke ist am Dampfen. Wegen Fachkräftemangel. Naja, der Volksmund hat ja schon lange geunkt. Erst fehlen die Kinder, dann fehlen die Klempner. Und nicht nur die. Ich zum Beispiel suche händeringend eine neue amtsärztliche Assistentin. Sie dürfte sogar aus Zellamelis sein. Ja, so groß ist die Not. Meine bisherige, die Schwester Angela, hat sich leider eine Auszeit genommen. Sie befindet sich in der geschlossenen Abteilung des Fachkrankenhauses für Neurologie und Psychiatrie in Hildburghausen. Eine ganz tragische Geschichte. Die Diagnose der Kollegin dort lautet: Schwester Angela ist germanisch depressiv. Ja, vermutlich haben sich so einige Zumutungen des neuen politischen Zeitgeists auf ihre Seele gelegt, quasi wie Feinstaub. Sie fühlt sich umzingelt von Sexisten und von Dieselmotoren. Und sie hört auch Stimmen. Und die Stimmen rufen: Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Ja, und seit vorgestern ist sie wohl total durchgedreht. Sie fordert statt Grundrente Grundreichtum. Ja, und zwar sofort. Sie sagt: Unseren Politikern wird doch auch laufend Zucker in den Arsch geblasen. Ja, ich merke es an Ihrer Reaktion. Ich als Amtsarzt habe auch keinen Gefallen an solch unprofessioneller Ausdrucksweise. In der Medizin gibt es auch für diese sehr spezielle Art und Weise der Zuckeraufnahme einen ganz präzisen Fachbegriff. Und dieser Fachbegriff lautet rektale Saccharose-Inventilation. Ja. Das klingt gefährlich und ist es auch. Ja. Ein Saccharose-inventilierter Politiker kann nämlich unter Umständen ein extremes Suchtverhalten entwickeln diesbezüglich. Und dieses Suchtverhalten wiederum manifestiert sich regelmäßig am Ende seiner Wahlperiode in großen Mandatsverlustängsten. Der Mediziner nennt den betroffenen Politiker auch Mandatsjunkie. Ja, diese Politiker haben so eine Geiselnehmermentalität. Sie wollen den Wähler immer irgendwo abholen und ihn irgendwohin mitnehmen. Ja, und charakteristisch für Mandatsjunkies ist auch das exzessive Verbrennen von Steuergeld am Ende einer Legislatur.
Zum Beispiel, um irgendwelche Gemeindefusionen im Schweinsgalopp zu befeuern. Glauben Sie es mir, ich als Amtsarzt dieser Stadt bin heilfroh, dass die Suhler Stadträte ja eher unterzuckert sind. So, gut. Aber nun mal Butter bei die Fische. Wenn es unter Ihnen eine Interessentin für den Job einer amtsärztlichen Assistentin gibt, bitte melden Sie sich bei mir. Ich bin heute noch bis 24 Uhr in meinem Büro. Ja, ich muss noch arbeiten. Ich muss leider noch einen Totenschein ausstellen. Ja, für eine verbrannte Matratze. Bleiben Sie schön gesund und Ikala Helau! Meine sehr verehrten Damen und Herren, Renaldo Tolksdörfer vom SCV Ikala aus Suhl. Unsere nächste Patientin im Kampf um den Rasselbock hat sich extra die gelben Zähne geputzt, damit sie heute für ihre Partei farbecht ins Rennen gehen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sie kommt diesmal als dicker Engel zu uns herabgeschwebt. Sie haben es bestimmt in der Zeitung gelesen, die Halle hat eine neue Obermaschinerie bekommen, die hat eine gewisse Traglast. Deswegen läuft sie heute rein. Herzlich willkommen, Gudrun Festner für die FDP. Danke. Engel. Entschuldige bitte. Korpulenter Himmelskörper. Oh, aber mit eigener Gravitation. Ja. Ja, du ziehst zum Beispiel schon Unheil an, habe ich den Eindruck. Warum? Wir werden sehen, denn deine Zeit läuft gleich. Ja, 6 Minuten 66 auch für dich, liebe Gudrun, für die Freie Demokratische Partei mit Harfe und Wolkentasche. Gudrun Festner, deine Zeit läuft ab. Jetzt. Ich sehe so viel Främe, Großkopferte. Wie wollt ihr das denn überhaupt verstehen, was ich heute sage? Ihr kennt doch die Pointen dann gar nicht. Machen wir es wie im Bundestag, wenn die Suhler-Fraktion lacht und klatscht, dann macht einfach mit, ob ihr es verstanden habt oder nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Diverse, die Datenschutzbestimmungen für diese BÜT entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gesetzblättern. Und los geht's. Ich bin gestorben, für tot befunden. Und ich landete ganz unten. Da war der große Höllensaal. Doch leider hatte ich keine Wahl. Es wird knapp, sagte Belzebub. Von solchen Leuten wie dir haben wir schon genug. Sprach's und drehte sich um. Du musst nach oben, schau nicht so dumm. Da stehe ich jetzt vom Himmelstor und komm mir ziemlich blöde vor. Der Alte schließt auf und fängt an zu lamentieren. Ich sah aber so traurig aus, deswegen wollte er's mit mir probieren. Er sagt, ich hoffe, es wird mit dir gehen. Und gibt mir den Schlüssel für Wolke 2010. Und dann lauf ich los. Und so im Gehen freue ich mich auf mein neues Zuhause zu sehen. Unterwegs sehe ich eine Wolke, da steht Suhler Michel auf dem Namensschild.
Ich fasse es nicht und bin im Bild. Hier hast du wieder was zu lachen, brauchst keinen Spaß allein zu machen. Auf meinem Weg zum Wolkenhause mache ich an einem Plakat eine Pause. Da steht, auf Wolke 4 ist Samstag Tanz. Ehrengäste sind Schöns Willi, die Ameise und Kirchbergs Franz. Ich richte mich auf meiner Wolke ein, da klopft's und der Suhler Michel kommt rein. Wir nehmen uns jeder einen Stuhl, setzen uns ans Fenster und sehen runter nach Suhl. Da, der Jens kommt durch den Steinweg gerannt, ruft, hat denn jemand für mich ein Bürgermeisteramt? Der André reißt das Rathaus auf und stoppt den Jens in seinem Lauf. Komm rein, ich bin eh so einsam, wir machen das ganze Ding gemeinsam. Du lässt dich für die Presse fotografieren und ich versuch derweil die Stadt zu regieren. So eine Spitze könnt, Doppelspitze könnt ihr suchen. Friede, Freude, Eierkuchen. Sie wollen das Bündnis gleich begießen. Und wenn sie voll sind, singen sie das Sula-Lied, wenn alle Brünnlein fließen. Na, die Anna-Brunn? Na gut. Im Stadtrat sitzen kluge Leute, die machten neulich fette Beute. Bei der Straßenbeleuchtung sparen sie 500 Euro ein. Da haben sie Portalmillionen bald wieder rein. Wieder blicken wir auf Suhl hernieder. Dort verkrampfen sich der Bürger Glieder. Im Darm wird's eng, die Blase drückt. Toiletten zu, man wird verrückt. Für öffentliche Notdurfzentren darf man doch kein Geld verschwenden. Wasser wird gespart und die Reinigungskraft, das Pinkeln wird einfach abgeschafft. Wenn's doch mal drückt und man gerät ins Schwitzen, sollte man im Wirtshaus sitzen. Wir sehen weiter über die Stadt, die eine große Klinik hat. Dort ist heute Markt, man kann es sehen, weil dort viele Menschen stehen. Sie stehen an, die Girls und die Boys, und wer drankommt, der kriegt 3000 Euros. Noch eins weiß ich aus sicherer Quelle. Das freie Wort heißt bald Kulturbaustelle. Ein Feiertag mehr, die Thüringer freuen sich sehr. Sollen noch 30 bis 40 Feiertage machen da oben, dann ist auch gleich der Lehrermangel behoben. Wir rufen runter, wenn ihr wählen geht, denkt dran, der Fachkraftmangel fängt oft oben an. Die Aufschrift Prachtregion spaltet gerade die Nation. Für die, denen es nicht gefällt, kommt jetzt drauf, Suhl am Arsch der Welt. Nun ist genug, wir machen das Fenster zu und trinken ein Bierchen in himmlischer Ruhe. Ob ich nächstes Jahr wiederkomme, ich glaube schon. Denn ich glaube an die Reinkarnation. Ich hab's rausgekriegt. PS, hat man früher immer geschrieben. Ich hoffe, ich habe mich nicht blamiert, denn meine Bütt war unzensiert. Herr Ministerpräsident, ich habe doch ein Geschenk für Sie. Aber jetzt müssen wir ganz schnell machen, weil ich für die Frau Nahles auch was habe. Ein Flussstein mit einem Engel drauf. Erst wollte ich Ihnen ja mein Outfit für den Wahlkampf schenken, aber das ist in Suhl schon mal schiefgegangen. Da hast du Frau Nahles. Für die Frau Nahles habe ich auch einen Schutzengel. Ich mache meine Fingerabdrücke ab, weil die schmeißt dann damit
Der Worte sollen Taten folgen. Wisst ihr, warum der Faschingsdienstag auf Dienstag steht? Schade, die Zeit ist um. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gudrun Festner für die FDP. Dich darf man wirklich nicht kurz alleine lassen, oder? Warum? Naja, dann passieren solche Sachen hier. Aber Freundinnen und Freunde, komm mal raus aus deinem Fässchen hier und wenn Sie sich jetzt mal diese beiden Kostüme anschauen. Ja, oder? Welches der beiden Kostüme war wohl teurer? Hier ist mehr Stoff dran. Na! Vorsicht, Fräulein. Die FDP hatte übrigens das jetzt... Das auch selbst genäht, also nicht ich. Nee. Das war es nicht durch irgendwelche Chinesen. Ja. Die FDP hatte jetzt wirklich eine richtig gute Idee. Die wollen, um die Mieten in Deutschland mal so ein bisschen in den Griff zu kriegen, wollen die nämlich die Mieten in Deutschland jetzt in 3D berechnen. Also nicht mehr in Quadratmetern soll die Wohnung kosten, sondern in Kubiki. Weißt du... Ich weiß nicht, ob das hilft, aber wir hoffen es mal. Gudrun, du bist sehr aufgeregt. Du gehst mal jetzt in dein eigenes Pflegeheim, lässt dich kurz beatmen und kommst dann wieder. Vielen Dank, Gudrun Festner. Freundinnen und Freunde, Sie wissen ja, Thüringen ist im Aufwind. Das weiß jeder, der jetzt gerade zuguckt aus nah und fern. Selbst die Zeller müssen zugeben, dass es uns recht gut geht hier. Wir können ja Feinmechanik, wir können Jagdwaffen, wir können Senf in Thüringen, wir können sogar Bier, Biathlon, Mopeds, Optik, Glaskugeln, Wald können wir ganz besonders gut. Es gibt zwei Sachen, die können wir leider nicht. Das ist Fußball. Ja, es ist so. Und wir können leider auch nicht Dieselfahrverbote. Schade, das müssen die in Stuttgart alleine machen. Aber wir wissen zumindest, woran es liegt, nämlich am Feinstaub. Herzlich willkommen, kalter Kaffee! Ich wollte immer Drogen nehmen, doch konnte mich nie für eine entscheiden. Doch so ganz ohne zu leben, das wollte ich immer vermeiden. Ich habe als Kind schon gerne meinen Dachboden gefäudelt. Deswegen habe ich lange Zeit mit Zigaretten geliebäugelt. Das geht schön auf die Lunge, das setzt so richtig zu. Doch was man da so zahlt, verdiene ich nicht im Nu. Doch jetzt bin ich erleichtert, ich fand endlich, was ich brauch. Es stand grad in der Zeitung und es spart den teuren Rauch. Feinstaub, Feinstaub, dich gibt es überall. Egal ob in der Stadt, ob auf dem Land, sogar im Stall. Ich wollte immer rauchen, doch das war mir zu teuer. Jetzt spar ich neben Tabak, Papers, Filter auch noch Feuer. Yeah! Ich brauche nicht mehr rauchen, weil die Lunge jeder Benz teert. Denn selbst ein neues Auto erreicht ja längst den Grenzwert. Ich gehe gern in die Kirche, denn laut der WHO spare ich durch die Kerzen so manche Marlboro. Ich schnüffel gerne Geröll, ich atme gerne Vulkan. Wenn mal einer ausbricht, bin ich längst hingefahren. Für einen guten Rausch lass ich mich nicht lang bitten. Denn da wird jeder Grenzwert ja noch deutlich
überschritten. Feinstaub, Feinstaub, dich gibt es überall. Besonders an Silvester spüre ich's bei jedem Knall. Es zittert jede Amsel, es flüchtet jede Wachtel. Doch das ist mir egal, denn heute spar ich ne ganze Schachtel. In meinem Freundeskreis war ich stets der letzte Depp, weil ich immer nüchtern blieb, doch jetzt gibt es Respekt. Viel günstiger als Haschischpillen, billiger als Crack. Ich gehe einfach raus und zieh mir rein den Dreck. Es geht doch nichts über einen ordentlichen Hieb. Reifen, Straßen und Bremsklötzchenabrieb. Und wenn mir das nicht reicht, leg ich mich auf die Straße. Ich öffne meine Nüstern, lass die Gase in die Nase. Habe ich danach auch ne busig vollgeschmierte Wange? Ey, ich spar mir das Geld vom Rauch einer ganzen Stange! Feinstaub, Feinstaub, dich gibt es überall. Egal ob in der Stadt, aber auf dem Land oder im Stall. Ich wollte immer rauchen, doch das war mir zu teuer. Jetzt spar ich neben Tabak, Papers, Filter auch noch Feuer. Das Klavier ist kaputt. Das Klavier ist überbewertet. Die klingt eh am besten, wenn man sie aus dem Fenster wirft. So weiter. Wenn ich mal Hardcore-Bock hab, dann schnüffel ich an Schiffen. Die meisten fahren ja ohne Cut, das ist wie einen Kiffen. Auch unser Laserdrucker ist mein bester Freund, denn schon nach ein paar Seiten dreht's mir wie nach einem Joint. Ja, ich sette die Trends als Drogenjunkie. Ich unterstreiche den Rausch noch durch eine Feinstauballergie. Doch jetzt wird es verrückt. Ich las einen Artikel, da stand, es gibt noch Milliarden anderer belastende Partikel. Party? Kell. Viel härter noch als 1000 Kickbox-Hiebe hauen rein die Stickoxide! Stickoxide, Stickoxide werden in großen Dosen hauptsächlich bei uns vom Dieselmotor ausgestoßen. Da häng ich mich gleich rein, ich zock mit in der Diskussion, denn ich bin freilich für eine hohe Schadstoffemission. Für VW ist nicht okay und auch ich hab was dagegen. Was fällt euch eigentlich ein, den Passatwind stillzulegen? Das könnt ihr echt nicht bringen, das wäre echt Betrug. Ihr könnt das nicht erzwingen, das wär kalter Entzug. Ich zitter nachts im Bette, die sagen, blödes Dieselschwein, hau endlich ab aus unserer Städtekette, es hustet jeder Kieselstein. Doch ich bin damit nicht allein, da mach ich jede Wette. Die meiste Angst hat Deutschland grad vor der blauen Plakette. Vor der blauen Plakette, vor der blauen Plakette. Ökos, Ökos, ihr werdet dafür büßen, wenn wir jetzt im großen Stile E-Autos begrüßen. Für meine neueste Sucht werd ich euch alle necken. Ich werd euch heimlich an all euren Batterien lecken. Damen und Herren, das musst du erst mal machen. Spiel doch erst mal auf einem kaputten Klavier. Ja? Ja, ich hätte noch einen. Wenn dann nämlich, ganz kurz zurück, wenn dann nämlich irgendwann die E-Autos die Dieselfahrzeuge abgelöst haben, dann gibt's ja immer noch den Feinstaub, Feinstaub, den ich so gerne einsaug. Weil er mir kein Geldschein klaut, bin ich der wie ein Schwein schnaubt. Wer heute noch an Wein glaubt, wird morgen schon ganz kleinlaut. Den Deutschen nie mehr Alkohol, weil Feinstaub viel mehr reinhaut. Juhu!
Thilo Schäfer und Björn Sauer sind kalter Kaffee. Freundinnen und Freunde, tut uns leid, gibt es halt auch mal einen Stromausfall. Das ist eigentlich ein ganz deutliches Zeichen, dass wir Südlink brauchen, dringend. Macht unseren Wald kaputt, damit endlich der Strom auch für unser Klavier reicht. Hauptsache, wir lassen Hessen und Bayern in Ruhe. Das wäre wichtig. War das ungefähr? Nein. Ich habe wieder alles falsch gemacht. Die Fußbodenheizung namens Südlink, die gönnen wir den Hessen. Aha. Absolut. An der Autobahn entlang, Fulda, ist schon alles vorbereitet. Ich sag mal, und da kann alles geheizt werden. So, wir beheizen die Autobahn von Fulda in Richtung Süden. Ja, das ist unser Geschenk an Hessen, Freundinnen und Freunde. Kein Salz mehr. Ist auch noch umweltfreundlich. Und dann muss ich jetzt auch mal sagen, die FDP ist auch im Raum. Vermutlich die komplette Partei, denn ich habe hier Namen geschickt bekommen. Der FDP-Landesvorsitzende Thomas Kemmerich sei unter uns. Herr Kemmerich, zeigen Sie sich bitte. Herr Kemmerich. Der ist los. Er ist schon los. Aber er war da. Herr Ramelow sagt, er war da. Ich übernehme die Garantie. Er saß neben uns und er hat freundlich gelächelt und hat sich den ganzen Abend herrlich amüsiert. Da muss man eine Politikerausbildung machen, um das so schön zu formulieren. Ist wirklich hier WhatsApp bekommen, guck mal. Mitglied des Bundestages, Gerald Ulrich ist auch da, Herr Ulrich. Ich freue mich so. Herr Ulrich, schön. Gucken Sie sich mal um, so sieht ein volles Haus aus. Wenn Sie... Wenn Sie, nicht nur Sie, ne, auch Herr Hauptmann von der CDU ist ja auch hier, Herr Hauptmann, säuft schon wieder in der Kantine. Wenn Sie dieses Bild einfach mal mit nach Berlin nehmen, Herr Hauptmann, wo denn? Ah, da hinten, Herr hinten, genau. Ach da, er steht, Wahnsinn. Herr Hauptmann, dieses Bild hier, voller Raum, einfach mal mit nach Berlin nehmen, mal der Frau Merkel zeigen, ne? Nee, die heißt ja jetzt Kramp-Karrenbauer. Ja, genau. Das machen wir so. Also, der politische Aschermittwoch in Suhl ist ja nicht nur das Treffen aller Parteien in einem Raum. Das ist fast ein bisschen wie Bundestag, oder, Frau Nahles? Fast. Die Redezeit ist endlich begrenzt. Ja. Was ist hier besser? Skatering wahrscheinlich, oder? Das Bier. Im Bundestag darf man kein Bier trinken. Hm? Darf man nicht oder darf Nein, man nicht? Nein, das darf man nicht. Darf Macht man, auch darf keiner. Gar nichts und nicht mehr Wasser. Na, gar nichts. Nett. Nix. Ganz trocken. Das ist vielleicht der Grund, warum... Ja, sagen Sie, dass man Herr Schäuble... Könnten wir ausprobieren. Hier ist aber auch so ein bisschen das Treffen der Generationen, denn der nächste Mann auf unserer Bühne, der hat die Jungen, die gerade da eben noch standen, fast abgelöst und beerbt oder wie auch immer man das sagen will. Der nächste Mann, der ist, sage ich mal, in Suhl gehört er zum Stadtbild. Und wenn ich jetzt, haben Sie das heute auch gelesen, Suhl ist ja die älteste Stadt Deutschlands. Mal wieder, ja. Aber das Gute ist, ich bin 47. Wenn ich durch Suhl laufe, heißt es immer, ach, die jungen Dinger. Das ist ja cool. Aber der Nächste, der bei uns auf der Bühne ist, der gehört zum Stadtbild, der gehört zum Karneval, der gehört eigentlich zu Suhl, wie nichts anderes. Er ist 72 Jahre alt. Er hat vor ein paar Tagen Geburtstag, hat... Und er ist fit wie ein Turnschuh. Und zwar ein Turnschuh mit drei Eiern. Eieiei, Herr Sauerbrei, hier ist er. Herzlich willkommen. Mein Gruß wie immer halt an die Prominenz aus Erfurt hinterm Wald, sowie die anderen drumherum und an unser Sühler Publikum.
Und ich grüße wegen dem ihr eigenen Charme Christel Ender, Ex-BI-Chef, sein Gendarm. Und Frau Nahles auch noch nahmit bei. Eieiei, Herr Sauerbrei. Suhl wird seit 5 Jahren schwarz regiert, aber so richtig merkt man das noch nicht. Der Jens macht kurz für den Wahlsieg schlapp, erst Feuerkorb, dann war es knapp. Der hat ohne Kletter seinen Amtssitz erreicht, dafür ist das Abseilen dann nicht ganz so leicht. Seine CDU macht Jugend für den Stadtrat mobil, bringt die Seligsäusel mit ins Spiel, mit 75 Kampfreserve der Partei. Ei, 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 Herr Sauerbrei. Die CDU wählt kürzlich mit Rara die Bonsai Merkel AKK. Steht zu befürchten, wenn man sich nicht ehrt, dass die ja noch Kanzler wird. Doch da fangen die Ossis an zu weinen, nie wieder aus dem Saarland einen. Ein Dachdecker reicht glatt für zwei. Ei, 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 Herr Sauerbrei. Deutschlands größter Hustensaftverein ist ein Ort Volkssturm der Frau von der Leyen. Flieger, die es nicht nach Argentinien schaffen, machen unser Land zum Affen. Hunderte Panzer, die nicht rollen, Drohnen, die nicht schießen sollen. Reichsbürger sind zuhauf am Werken, um die Moral der Truppe noch zu stärken. Und ein Millionengrab sorgt für viel Spott. Gorch Fock, Bundeswehr Edelschrott. Hubschrauber, die vom Himmel fallen, U-Boote, keines taucht von allen. Sturmgewehre schießen um die Ecke, Kampfkraft per Salto wie eine Schnecke. Wann das die NVA gewusst hätte, wäre sie ungeniert und ein Wochenende nach Frankreich durchmarschiert. Denn da hat die Bundeswehr ja auch noch frei. Ei, 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 Herr Sauerbrei. Suhl ist wieder in, Suhl ist wieder da, dank unserer Landtagsstillmama. Was ist denn das für eine Frau? Hasse ist grün und gibt sich trotzdem schlau. Fühlt sich unabkömmlich, hält den Posten und macht ihre Aufzucht so auf Landtagskosten. Und konsequent wär nu euch gedacht, dass ihr zweites Kind gleich noch im Landtag macht. Dafür kriegt ihr sicher auch noch frei. Ei, 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 Herr Sauerbrei. I. Bergemann, Landesbischöfin, hat plötzlich Politik im Sinn. Tempo 130 auf der Autobahn, weil ihr Schutzengel wohl nicht schneller fliegen kann. Doch bevor Kirchen Staatsgeschäfte klären, sollten sie erst vor der Tür der Ökumene kehren. Solange Geistliche im Namen Gottes Kinder schänden, kann ich auf der Autobahn sogar noch wenden. Bei der Himmelfahrt danach kann es 130 sein. Ei, 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 Herr Sauerbrei.
Goethe sprach, es werde Licht, nur bei den Sühler freien Wählern nicht. Der Knapp macht Straßen hell, es ging wie geschmiert, ne, zwischen Suhl und Malme schniert. Dort haben die freien Quäler Front gemacht, welche in Europodog bleibt dort Kühnacht. Frau Stadtrat IE, scheinbar noch fit, will halt, dass man den Hausfreund noch nicht sieht. Vielleicht trüg ein Blitz beim Stuhlgang zur Erleuchtung bei. Eieiei, Herr Sauerbrei. Nomen est Omen, das wird oft beteuert. Beim Verkehrsminister hieße das bescheuert. Der NO2-Grenzwert für Diesel eingedicht liegt unter dem von dem Adventsko-Licht. Für Arbeitsstätten nur als Beispiel noch ist er glatt 10-mal so hoch. Also könnten alle Anti-Diesel-Terroraffen ruhig neben dem Dieselauspuff schlafen. Bloß das Fatale wäre dann eben, dass sie das auch noch überleben. Auch bei der deutschen Umwelthilfe sowieso nicht dicht, stirbt man trotz Horrorprognose leider nicht. Und was zeigt uns nun das ganze Gerangel? In der Regierung herrscht Fachkräftemangel. Denn eine allein kann nicht so blöd sein. Ei, 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 Herr Sauerbrei. Und keine Sau gab Umweltschäden je bekannt, vom Bundeswehr geschürten Torfmoorbrand. Dort sind nämlich mehr Schadstoffe in die Luft entfahren als von allen Diesel-Bkw in mehr als 100 Jahren. Und da ist der Furz von der Regierung nicht dabei. Ei, 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 Herr Sauerbrei. Der Südthüringer Juso-Chef belabert in der Zeitung schon über die Volleyball-Werbung Prachtregion. Sein Humor, das klingt zwar basch, ist ohne Prachtregion sofort im Allerwertesten. Herr Jüngle, würde ich ihm sagen, es sind doch junge Weiber, die es freiwillig tragen. Sportlich, knackig, durchtrainiert, von deinem Sexismusgelabe ungerührt. Aber anders wäre es, wenn ich diese Werbung sehe, an der Prachtregion des Führungstrutchens deiner SPD. Da stimmt dich mit in dein Lamento ei. Ei, 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 Herr Sauerbrei. Es wird für mich ein Rätsel bleiben. Im Knast darf man ab jetzt auch skypen. Das heißt, der Knast entwickelt sich in hohem Maße für Verbrecher zur Wohlfühloase. Es fällt neibing Staubzucke in euch noch nei. Ei, 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 Herr Sauerbrei. Anschlag auf Politiker der AfD. Kantholz auf den Kopf, das tut schon weh. Aber mir fiel da auch der Sender Gleiwitz ein. Ei, 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 Herr Sauerbrei. Das deutsche Fernsehen, ein Skandal von früh bis nachts, na Kriminal. 14 Sokos, Wismar bis nach Wien, 12 Tatorte bis Weimar hin, Inspektor Barnaby und noch viel schlimmer, Wilsberg oder Mord geht immer, Bozen, Krimi und so fort, but last but not least dann Not Mord.
Kommissare sind meist zarte Weiber als eisenharte Gangstertreiber. Immer schön blutig und brutal für Kinder und Jugend, ganz normal. Aber dann wird Entrüstung laut geheuchelt, wenn auf dem Schulhof schon gemeuchelt. Anstifter sind die uns bekannten und von uns bezahlten Fernsehintendanten. Ins Dschungelcamp gehören die nahe. Ei, 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 Herr Sauerfrei. Flugplatz BER, Prestigeobjekt. Man könnte gedenken, die Dummheit hat gehackt. 15 Millionen pro Monat, jetzt für Nis, das versteht der Rentner ganz gewiss. Dietrich Schulz in Knast, wünschte ich mir sehr. Oder hätte Berlin ja keine Regierung mehr. Oder man delegiert die Verantwortlichen mal zum Donald Trump nach USA. Für seine Mauer werden die einwandfrei. Ei, 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 Herr Sauerfrei. So, das Wursch aus unserer Prachtregion, die Zeit wird knapp, das merkt ihr schon. Frohe Ostern, schönen 1. Mai wünscht der SCC samt Sauerbrei. Sulli, Sulli! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr wisst genau, für wen ihr klatscht. Für Joachim Scheiber vom Suhler Karnevalsclub, vom SCC. Achim, ich muss dich noch mal um eins bitten. Zeig mal deine Redemappe von vorne. Avi, du musst sie mal filmen. Guck, ne, zeigst du nur mal von vorne. So. So, das war die Überleitung zum nächsten Programmpunkt. Meine Damen und Herren, Joachim Scheibe, Dankeschön. Freundinnen und Freunde, gleich dürfen Sie zu Hause an den internetfähigen Geräten, am Fernseher, wo auch immer Sie gerade zugucken, abstimmen. Sie dürfen auch hier im Saal gleich abstimmen. Wie es funktioniert, erzähle ich Ihnen gleich. Jetzt kommt aber erstmal ein Neuling auf die Bühne. Ein ganzer, also er steht heute wirklich das erste Mal für seine Fraktion hier auf der Bühne. Und ich habe es vorhin schon erzählt, heute kam wieder die Nachricht, Suhl ist die Stadt mit dem höchsten Altersdurchschnitt in Deutschland. Deswegen ist unser Neuling vor kurzem in Rente gegangen. Jetzt hat er Zeit, hier aufzutreten. Begrüßen Sie mit der Startnummer 5 für seine Partei Die Linke, Klaus Lamprecht. Aufgeregt. Du brauchst keine, hinter dir läuft gleich ein Countdown. Ja, aber ich, es ist nicht besser, wenn du nicht siehst. Glaub mir. Du bist wirklich aufgeregt, gell? Nein. Also drück den jetzt mal. Nach dem Dauerbrei kann man doch nur besser machen. Drück ihm die Daumen, auch deine Zeit läuft ab jetzt. Also ich bin der Innenklaus. Bis jetzt war es ja auch einigermaßen lustig. Aber jetzt muss es mal ernst werden. Denn wir haben ein Thema auch heute lange genug verdrängt. Die verzweifelten Worte des Ministerpräsidenten vom 25. Januar 2019 haben mich erschüttert und aufgewühlt.
Thüringen liegt, so klagte er bei Riverboat, an der dritten Stelle beim Durchschnittsalter. Da fiel es mir wie Schuppen aus den weißen Haaren. Die Überalterung nimmt bedrohlich zu. Aber Überalterung, Überzuckerung, Übergewicht, alles Probleme, gegen die man etwas tun muss und kann. Wir müssen uns nur neu fragen, welchen Wert es hat, älter zu werden. Der Altbürgermeister der Stadt Suhl hat sogar mal ein Leitbild älter werden in Suhl schreiben lassen, dem der Stadtrat dann nahezu blind gefolgt ist. Und das Ergebnis, die Überalterung nimmt weiter zu. Schaut euren Nachbarn an. Wollt ihr das wirklich? Jeder tut etwas, um älter zu werden. Aber was hat man dann davon? Statt 85 wird man vielleicht 87 oder statt 92 vielleicht 94. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Wenn, dann kommt es erst am Ende, hinten dran. Und nur vielleicht. Aber dann kann es dicke kommen. Immer mehr Anrufe von unbekannten Enkeln oder Polizisten. Das Glatteis in Suhl wird immer glatter. Die Erben werden immer nervöser. Ja, und ich sitze dann beim Doktor und sage zu ihm, Herr Doktor, ich schaue immer den jungen Mädels hinterher. Und er sagt, na, das ist doch schön. Und ich antworte verzweifelt, ich weiß aber nicht mehr, warum. Wollt ihr das wirklich? Und wenn ihr dann im Pflegeheim liegt und die Pflegerin dreimal in der Woche kommt, um euch trocken zu legen, dann werdet ihr sauer. Auf jede Stunde im Fitnessstudio, auf jede Diät, auf jeden lebensverlängernden Arztbesuch und auf das Eisbein, das einsam beim Fleischer zurückblieb, weil es ja fett macht. Ihr seht, wir brauchen tatsächlich ein neues Bild vom Altern. Und die Stadt Suhl steht dann immer als mahnendes und abschreckendes Beispiel auch heute wieder in allen Zeitungen. Alle Magazine schreiben darüber. Sogar das ZDF mit seiner Allzweckwaffe Dunja hat schon zum Halali geblasen. Also, was können wir in der Stadt Suhl tun gegen dieses drängende Problem? Mehr junge Leute? Wer von euch hat denn den 40. Geburtstag noch vor sich? Ihr seid das Problem, ihr seid zu wenig. Und ihr seid hier und nicht im Bett oder so. Was tun wir also mit Mitmenschen, die durch ihren sturen Egoismus die Überalterung immer weiter vorantreiben? Eine wirksame Maßnahme wäre die Abschaffung des Suhler Seniorenbeirats. In welcher schamlosen Art und Weise der sich um das Älterwerden in Suhl bemüht, ist skandalös. Seniorentage, Herbstfeste, Seniorensportfeste, auch noch zusammen mit Zellamelis. Debatten um altersgerechtes Wohnen, bessere gesundheitliche Betreuung. Alles das verschärft doch nur die Situation. Statt einer geriatrischen Abteilung im Klinikum sollte dort eine Schönheitsfarm eingerichtet werden. Für die meisten Alten von euch künftig die einzige Möglichkeit, ohne Ausweiskontrolle dem städtischen RÜT zu entgehen. Der RÜT, das ist der Rentnerinnenüberwachungsdienst, wird anstelle des FÜT neu eingestellt und ich verspreche euch, es kommt mehr Geld rein. Und ja, der Fahrstuhl am alten Rathaus, der kommt dort nicht. Der wird an die Autobahnbrücke über der Meininger Straße angebaut. Auf der einen Seite geht es an ungeraden Tagen hoch und auf der anderen Seite bei Bedarf
an geraden Tagen wieder runter. Und für alle über 80 wird das einmal im Monat zur Pflicht erklärt, diesen Weg zu gehen. Wer es trotzdem 10-mal schafft, muss zur Strafe an allen Stadtratssitzungen teilnehmen, damit er den Ernst der Lage vielleicht doch noch begreift. Und ja, auch in Suhl werden Frauen immer noch älter als Männer. Diese schreiende Ungerechtigkeit endlich zu beseitigen, wäre eine wirksame und wirklich sinnvolle Aufgabe für den Gleichstellungsbeirat der Stadt. Dann wären wir wirklich eine Prachtregion. Und wenn ich es richtig verstanden habe, droht der Staatssekretär Höhn der Stadt Suhl neuerdings wieder mit Zwangseingemeindung nach Zellamedes. Wenn das kommt, dann gute Nacht. Dann sehen wir auch noch alt aus. Aber vielleicht sind meine Befürchtungen auch alle falsch. Als ich 1975 nach Suhl kam, waren die ca. 50 Kollegen an der 11. POS älter. Als ich kürzlich in Rente ging, waren die 500 Kollegen der Stadtverwaltung jünger als ich. Das macht Hoffnung. Ja, liebe Mitmenschen. Jetzt mal eure ganz kurze Einschätzung fürs erste Mal auf der Bühne. Wie war das? Das war unsere Startnummer 5. Und gleich können Sie abstimmen. Klaus Lambrecht für die Linke. Dankeschön. So, Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Jetzt dürfen Sie alle zu Hause, Sie dürfen vor den Fernsehgeräten bei Rennsteig TV, Sie dürfen im Saal abstimmen. Zücken Sie bitte Ihr Mobilfunkgerät und geben Sie folgende Internetadresse ein: www.diebesterede.de. Die beste Rede. Dort dürfen Sie abstimmen. Stimmen Sie ab für Start Nummer 1, die SPD, Karin Müller und Stefan Nagel. Wer eine Hand frei hat, muss klatschen. 2, ja. Sie haben auch Zeit. Stimmen Sie ab für die Start Nummer 2, die Freien Wähler, Ingrid Ehrhardt und Karin Rennert, die zwei Mäuse. Wenn Ihnen Herzblatt mit Mike Morin gefallen hat, wo wir den Ausgang leider noch überhaupt nicht kennen, den erfahren wir wahrscheinlich im Oktober, dann wählen Sie die Startnummer 3. Mike Morin, Marc Hauptmann, Markus Kalkakis, Cedric Bickel und Dr. Tobias Uske. Die 4, Gudrun Festner, unser dicker Engel von der FDP. Und für die 5, da wählen Sie bitte Klaus Lambrecht, die Linke, da wählen Sie die 5. Jetzt dürfen Sie abstimmen. Und egal, was Sie jetzt hier im Saal oder zu Hause wählen, das Ergebnis zählt und nur einer darf den Rasselbock zum Schluss mit nach Hause nehmen. Jetzt muss ich allerdings mal fragen, einer ist ja immer noch unterwegs von uns, und zwar unser Außenreporter Klaus. Ich möchte gern mal fragen, Klaus, wo bist du denn jetzt bitte? Klaus, gibt's dich noch? Hallo? Na ja, ich will immer so sagen, ich stehe immer noch in Zellamehl, ist jetzt gefühlt die 3, 4, 5 Stunden. Und jetzt will ich, ehrlich gesagt, will ich überhaupt nicht mehr auf Oberhof. Lieber fahre ich jetzt heim, gell? Hier nach Oberhof? Ach doch, es kommt mich gerade recht. Willst du Oberhof? Eigentlich wollte ich einen ganzen Abend auf Oberhof, aber jetzt will ich lieber, wieder heim. Dörst du mich auch auf Suhl vor? Suhl? Ja, eigentlich nicht, aber Suhl willst. Suhl.
Alles ein Oberzentrum, alles eine Brühe. Ich fahre dich an der Suche. Ach, das ist prima. Also, Herr Ewert, bann Sie noch ein wenig Worte mit Ihnen, komische Aschermittwoch, gell? Dann komme ich gleich zu Ihnen. Was machen Sie beruflich? Na, tagsüber mache ich Sicherheit. Ja, Ordnung. Ordnung steht hier. Ja. Und nachts inkognito Taxi. Ich nehme Fahrplan. Alles klar. Oh, das ist ja Uber. Herr Ewert, bis gleich. Ich weiß nicht, ob er das noch schafft in der Zeit. Der Außenklaus, das tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Wir hängen. Und manche Dinge dulden einfach keinen Aufschub. Zum Beispiel Steuernachzahlungen oder unser nächster Gast. Das habe ich jetzt falsch gegendert. Entschuldigung, wir sind ja hier auch live. Ne? Unsere nächste Gästin, sie hat es nämlich gar nicht so weit. Sie ist Fränkin. Deswegen kommt sie mit ihrer Auto nach Suhl. Sie ist nicht nur eine Frau im Quadrat, sie ist sogar eine Frau in 3D, kann man sagen. Und deshalb liebt sie die Garderobe hier im CCS in Suhl. Sie mag das Catering. Naja, das ging gerade noch so. Und sie wird sie überzeugen, dass sie großartig ist. Da bin ich ganz sicher. Jetzt kommt also die Trittin. Ach, wie macht man denn das? Also, sie moderiert mittlerweile im Westdeutschen Rundfunk, im WDR, die Ladies Night. Und heute Abend ist sie für uns hier. Begrüßt ganz herzlich Daphne Deluxe. Dankeschön für die nette Begrüßung, meine Damen und Herren. Und Dankeschön für die tolle Anmoderation. Wer kann, der kann. Ne? Und das kann nicht jeder. Ich wurde letzte Woche anmoderiert mit den Worten, hat die Blume einen Knick, war der Schmetterling zu dick. Daphne Deluxe, ja. Da war ich begeistert. Aber ich freue mich, hier zu sein als alte Oberfränkin quasi bei den thüringischen Nachbarn. Sehr schön. Fast hätte es ja nicht geklappt. Ich war ganz schlimm erkältet. Ach, die Familie gleich zu Hause natürlich geschimpft, das kommt, weil du nicht geimpft bist. Ja, die sind gut, selbst wenn ich jetzt noch wollte, die Impfstoffe sind alle, nicht? Und das, wo wir jetzt mitten in der Impfzeit, in der Grippezeit sind, ich meine, ist ja auch immer ganz überraschend, dieser Jahreszeit, nicht? Das ist wie bei der Bahn. Woher sollte man im Voraus wissen, dass es im Sommer heiß und im Winter kalt ist, nicht? Es ist immer völlig überraschend, schon wieder Winter, die Impfstoffe alle. Es ist grausam, nicht? Ich meine, ich war zu der Zeit ganz schlimm drauf, also wirklich, die Stimme war weg. Jetzt hatte ich die Handwerker bei mir zu Hause zu dem Zeitpunkt, die haben mir ihre Rechnung überreicht, habe ich kurz drauf geguckt und habe gedacht, ich kann wieder singen. Und eine Wunderheilung quasi, nicht? Naja, nun, als altes Zirkuspferd weiß man, was nötig ist, da geht man zur Apotheke seines Vertrauens, holt sich die bewährten Mittel, nicht? Und wobei der Apotheker ist so nett, so ein väterlicher, älterer Typ, der gibt mir immer so Ratschläge mit auf dem Weg. Wie hat er gesagt, bei dem Nasenspray wäre ich vorsichtig, das kann abhängig machen. Sag ich, das wollen Sie mir denn erzählen, das nehme ich schon seit 12 Jahren. Also. Natürlich hätte ich auch zum Arzt gehen können, nicht? Aber das entspricht nicht meiner Natur. Ich meine, so Stadtkinder, die gehen ja gerne zum Arzt, aber wir Kinder vom Land, wir sind von robuster Gesundheit, nicht? Ich sage mal, wir Kinder vom Land, wir leben nach dem Motto, wenn du den Pups wieder riechen kannst, ist die Erkältung vorbei. Und vor allem bin ich ein ungeduldiger Mensch, meine Damen und Herren. Ich hasse es, wenn man mich warten lässt. Ich meine, das fängt doch schon, sind wir mal ehrlich, bei der Terminvergabe an. Wenn du heute irgendwie dringend einen Termin brauchst, dann rufst du da an, keine Ahnung, beim Hautarzt und sagst, hören Sie mal, ich brauche ganz kurzfristig einen Termin, ich habe da ein riesiges, eitriges Geschwür im Nacken. Ja, dann muss ich gucken. Dezember 2025? Geht vormittags? Oh, das könnte eng werden. Ne? Und du weißt genau, beim Arzt geht die Warterei weiter. Deshalb, ich kann mir meine blöden Sprüche auch nie verkneifen. Wenn ich dahin muss, wenn es unbedingt sein muss, dann mache ich den ersten blöden Spruch schon vorne am Empfang. Ne? Da sage ich mal, könnten Sie notieren, ich müsste Weihnachten bei der Familie sein. Dankeschön. Ne?
Und wenn ich richtig gut drauf bin, es gibt ja so Tage, dass so ein Clown gefrühstückt, nicht? Da bringe ich auch schon mal so einen Schlafsack mit in die Praxis. Und wenn einer blöd guckt, sag ich, was denn? Sag ich, bin Kassenpatientin, nicht? Und im Wartezimmer geht der Spaß ja weiter. Ach, da gehe ich schon mal rein, sag ich, morgen! Und da kriegst du schon mal mit, wie maulfaul die Zeitgenossen heutzutage sind, nicht? Und dann gucke ich immer, wo sitzen meine Rentner? Und da setze ich mich immer dazu und sage, und wie jung waren Sie, als ich hier reingesetzt haben? Ja, das ist wirklich, das macht Spaß. Vor allem, dann kommt zwischendurch die völlig überforderte Arzthelferin durch, nicht, und sagt, wo ist die Dame, die einen Verband gebraucht hat? Sag ich, die ist nach Hause, ist alles abgeheilt, ist alles abgeheilt. Und wenn mir wirklich langweilig ist, ja, dann google ich die Symptome der anderen Patienten, ne? Dann sage ich mir, wer weiß, was ein Google-Patient ist? Niemand. Okay, sag ich, dann erkläre ich es Ihnen kurz. Sag ich, gehe jetzt hier Reihe nach durch. Wir geben schön Ihre Symptome im Internet ein. Und dann haben wir schon mal so eine erste Meinung. Ich verspreche Ihnen, der Herr Doktor hat da sehr großes Verständnis und den freut das sehr, wenn Sie mit einer ersten Meinung zu ihm kommen. Und dann gehe ich auch wirklich von Patient zu Patient. Da bin ich ja ganz penetrant, nicht? Sag ich, was haben wir denn Schönes? Übelkeit. Aha. Zu bestimmten Tageszeiten morgens. Na, da schau an. Augendruck, beidseitig, nachmittags, Sachen gibt's. Ein Brennen im Intimbereich. Da rutsche ich schon mal einen Hocker weiter. Man weiß nie, ob die Biester springen, gell? Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Da oben sitzen ja auch Menschen. Hallo. Das hat mir ja keiner gesagt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch einen Rollkragenpullover angezogen. Mein Gott. Aber wirklich, du lernst in so einer Arztpraxis wirklich die unterschiedlichsten Menschen kennen. Die sitzen da im Wartezimmer. Da hast du auf der einen Seite die Tapferen, nicht? Und auf der anderen Seite die Männer. Und pfeifen Sie ruhig, das höre ich sonst nie. Nein, das ist immer das Gleiche, die Mädels, die Jungs. Oh, 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 oh. Jungs, Entschuldigung bitte, ich glaube, wir Mädels sind da schon ein bisschen zäher, oder? Nach der Geburt, da hängt die Nachgeburt noch dran, geht zurück auf den Acker, nicht? Aber den Jungs, gib ihnen eine Erkältung und die Welt geht unter, nicht? Ich weiß, wovon ich rede. Mein Schwiegervater, Gott hab ihn selig, der ist gestorben an so einer Erkältung. Ach, das war eine furchtbare Geschichte. Die Schwiegermutter ist noch zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Sie müssen mir helfen. Mein Mann, der ist so schlimm erkältet. Ich habe den nicht mal in die Praxis gekriegt. Und dann sagt er, hier habe ich ein neues Präparat. Geben Sie ihm heute Abend 5 Teelöffel. Packen ihn schön ein, dass er schwitzt. Und Sie werden sehen, morgen ist die Welt eine andere. Ja, das war sie. Nächsten Tag sagt sie hin, sagt sie, jetzt ist er tot. Wie, der ist tot? Haben Sie überdosiert? Ich bin doch nicht blöd. 5 Teelöffel und schön eingepackt, dass er spitzt. Aha. Was hat denn Ihr Mann beruflich gemacht? Ist das wichtig? Eventuell. Der war Beamter. Na, das hätten Sie doch vorher sagen müssen. Der stirbt doch lieber, bevor er schwitzt, ne? In unserem Fall saß ein Mann in dem Wartezimmer, der hat sich zu Hause beim Heimwerken irgendwie verletzt, mit der Bohrmaschine gebohrt. Jetzt saß er, da hat sich so eine Kompresse drauf gedrückt und hat da vor sich hingejammert. Sagt er, oh, ich soll gleich ambulant genäht werden. Oh, hoffentlich kriege ich wenigstens eine Betäubung. Sag ich, privat oder Kasse? Glauben Sie, das macht einen Unterschied? Sag ich, Sie sind sehr lustig. Im Ernst, privat oder Kasse? Ja, Kasse.
Sag ich, wenn Sie Glück haben, wenn Sie großes Glück haben, drücken die wenigstens so ein Kissen aufs Gesicht. Damit wir hier draußen Ihre Schreie nicht so hören. Ja, und dann wurde ich auch schon aufgerufen, nicht? Immer wenn es am schönsten ist. Aber ich meine, beim Arzt drin mache ich ja gleich weiter, nicht? Sag ich, ach, Herr Doktor, das hat ja wieder gedauert in Ihrem Wartezimmer. Da hätte ich ja schnell selber Medizin studieren können, nicht? Aber der ist lustig. Ach, richtig. Das ist wichtig. Wenn du dir einen Hausarzt suchst, der muss eine Wellenlänge da sein, der muss Humor haben. Es gibt nichts Schlimmeres als so einen nachtragenden, humorlosen Arzt, nicht? Das ist ein Bekannten von mir passiert, der arbeitet als Kellner in einem Restaurant, der wurde eingeliefert im Krankenhaus mit schlimmen Unterleibsschmerzen. Hinterher hat sich herausgestellt, es war der Blinddarm. Jetzt lag der da auf dem OP, nicht? Und hat sich gekrümmt vor Schmerzen. Da geht die Tür auf, da kommt ein Arzt rein. Und da könnte man sehen, wie klein die Welt ist. Jetzt kannte er tatsächlich diesen Arzt von Besuch im Restaurant. Und sagt, Herr Doktor, ich bin's, erkennen Sie mich? Ich habe ganz schlimme Schmerzen, Sie müssen mich retten. Und dieser Arzt guckt kurz und sagt allen Ernstes, tut mir leid, das ist nicht mein Tisch, aber ich sage gern dem Kollegen Bescheid. Ist das nicht unglaublich? Genau mein Humor, ne? Nein, aber meiner, da habe ich Glück gehabt, der war schon immer lustig, hat er mir erzählt, schon als ganz junger Assistenzarzt, hat er den Patienten immer so Streiche gespielt, ne? Hat er im Aufwachraum nach den Operationen, hat er immer so einen Kalender von 2030 hingehängt. Aber auch mit mir macht er seine Scherze, ja natürlich. Mich hat er untersucht, sagt er, gnädige Frau, es sieht aus, als ob Sie schwanger sind. Sag ich, was? Sag ich, habe nur gesagt, es sieht so aus. Blutdruck hat er festgestellt. Sag ich, ach, was für eine Überraschung. Gehen Blutdruck und Übergewicht nicht immer Hand in Hand? Nein, sagt er, bei ihm sieht es eher nach was Erblichem aus. Sag ich, was man von der Familie alles geschenkt kriegt, nicht? Sagt er, naja, Sie müssen halt gucken, dass Sie vielleicht ein bisschen Stress vermeiden. Sag ich, Sie sind lustig, soll ich die Schwiegermutter vor die Tür setzen oder was? Na, vielleicht ein bisschen mehr Entspannung. Sag ich, wie mehr Entspannung? Sagt er, naja, Sie leben doch in einer Beziehung. Vielleicht ein bisschen mehr Momente der Romantik und der körperlichen Liebe. Sag ich, noch mehr? Sind Sie noch ganz bei Trost? Sagt er, Sie sind die Erste, die sich beschwert, dass sie zu viel kriegt. Sag ich, ja, ich habe auch gedacht, das wird so schön wie bei anderen Leuten. Am Anfang kann man kaum die Hände voneinander lassen und dann hört das Gott sei Dank irgendwann auf. Konnte ja kein Mensch ahnen, wie zäh dieses Biest ist, nicht? Sag ich, hau dem jetzt schon mal auf die Finger. Sag ich, Finger weg, es nutzt sich alles ab, nicht? Aber wissen Sie, was das Entscheidende ist? Wir können zumindest noch zusammen lachen. Denn Lachen ist wirklich elementar wichtig. Nicht nur für unser Wohlbefinden, sondern auch für die Gesundheit. Deshalb, meine Damen und Herren, in meinem Sinne ist es natürlich, dass Sie alle gesund bleiben. Deshalb gebe ich Ihnen eine Geschichte, die schenke ich Ihnen jetzt zum Abschied. Die gebe ich Ihnen mit auf den Weg. Prägen Sie sich diese Geschichte schön ein. Die ist ideal zum Beispiel für die nächste Weihnachtsfeier. Vielleicht auch für die Entourage des einen oder anderen Politikers geeignet. Und zwar geht es in dieser Geschichte um einen Raben. Dieser Rabe sitzt auf einem Ast und da kommt ein zweiter Rabe angeflogen und sagt, was machst denn du da? Und da sagt der erste Rabe, du, nichts. Ich sitze dumm rum und gucke blöd. Ach, sagt der zweite Rabe, das klingt ja spannend. Du, das mache ich auch. Setz dich daneben und guck blöd. Da kommt ein Häschen, guckt nach oben und sagt, was macht denn ihr beiden da oben? Sagt der zweite Rabe, du wirst es nicht glauben, aber wir sitzen dumm rum und gucken blöd. Ach, sagt das Häschen, habe ich ja noch nie von gehört, aber das probiere ich aus. Setzt sich unter den Baum, guckt blöd in die Landschaft. Da kommt ein Fuchs. Er sagt, was macht ihr hier eigentlich alle? Sagt das Häschen, das ist was ganz Neues, ganz neu. Wir sitzen jetzt dumm rum und gucken blöd. Sagt der Fuchs, ja, also wenn es alle machen, mache ich es auch. Setzt sich daneben und guckt blöd. Da kommt der Jäger aus dem Wald, erschießt den Fuchs, erschießt den Hasen, sammelt die beiden ein und geht nach Hause. Da guckt Rabe 1 zu Rabe 2 und sagt, siehst du, dumm rumsitzen und blöd gucken funktioniert nur in einer höheren Position. Dankeschön! Meine sehr verehrten Damen und Herren, Daphne Deluxe! Für alle, die davon nicht genug bekommen können, am 12. Oktober
ist Daphne hier im CCS und tritt mit ihrem neuen Solo-Programm auf. Herzliche Einladung, Flyer liegen auf dem Tisch, könnt ihr euch mit nach Hause nehmen. Und für alle zu Hause, die jetzt keinen Flyer abbekommen, schade. 12.10. hier im CCS. Daphne Deluxe, du bist ja schon viel rumgekommen. Ja, klatsch nochmal, komm bitte. Wo da überall Leute sitzen. Ja, Wahnsinn, oder? Diese Halle ist der Wahnsinn. Das ist so ein bisschen das IMAX unter den Stadthallen hier. Du hast viele Karnevalssitzungen in den letzten Tagen schon erlebt. Jetzt zum Aschermittwoch ist es damit vorbei. Aber was sagst du zu unserem Aschermittwoch hier? Klasse, wirklich klasse. Also ich bin ja einiges gewohnt, aber dieses Durchhaltevermögen des Publikums ist ja unglaublich. Die Toleranz auch, ne? Ja, und die Informiertheit der Leute, die über alles sprechen, wirklich toll. Also wirklich, die kennen sich aus. Ich war wirklich ganz begeistert. Und das Catering, wir haben da hinten gerade ein bisschen fachgesimpelt. Die Kollegen haben gesagt, ob ich noch Kunststücke kann. Sag ich, ja, ich kann machen, dass das Catering verschwindet. Aber sehr lustig da hinten, ja, wirklich. Also kriege ich nichts mehr, das ist damit klar. Das ist durch. Schade. Daphne, vielleicht lade ich dich wieder ein. Gern. Vielleicht haben wir dann mehr zu essen. Vielen Dank an Daphne Deluxe. Gerne. Dankeschön. Meine Damen und Herren, man hat es als Politiker nun wirklich nicht leicht. Gerade heute Abend ist es besonders schwer, denn irgendwie wollen alle einem an den Hals als Politiker. Das ist so, jeder will im Grunde Ministerpräsident werden, mindestens. Ja, Mike Moring zum Beispiel möchte Ministerpräsident werden. Aber Mike, ich muss dir jetzt leider auch mal sagen, du hast echt starke Konkurrenz. Nicht nur du möchtest Ministerpräsident werden, auch Egon Olsen möchte Ministerpräsident werden. Wollen wir mal zusammenschauen, wie das aussieht? Schauen Sie mal. Rein. Ihnen fehlen die Insignien der Macht. Aber ich habe einen Plan. Thank you.
mächtig gewaltig, Ego, dass du endlich wieder bei uns bist. Mensch, Egon, du hast uns aber auch lange alleine gelassen. Aber sag mal, warum sollten wir dich eigentlich bei der Thüringer Staatskanzlei abholen? Dafür gibt's nur einen Grund. Ich weiß endlich, wie wir alle unsere Probleme endlich lösen können. Das ist mächtig gewaltig, Egon. Alle Achtung, Egon, aber wie denn? Ihr erinnert euch noch an die letzten Aktionen, ihr auch alle? 4 Jahre lang habe ich das hier vorgetragen. Der große Frankenplan. Natürlich, ist doch klar. Der Ramelow, der hat ihn umgesetzt. Und zwar zu, na circa, ungefähr 110%. Und aufgegangen ist der Plan. Also noch weit über 110%. Also, Ober-Sutzel-Mehleshof, das gibt's fast. Und Bayern wird fränkisch regiert. Merkt ihr was? Nee, was denn? Wer regiert denn Bayern? Der Söder. Und hier in Thüringen hat der Ramelow es dank meines Planes geschafft, dass die Bürgermeister von Gelberg und Schmiedefeld hier Arm in Arm sitzen. Und der OB Knapp macht hier gemeinsame Sache mit den Bürgermeistern von Schleusingen, Zellermelis und Oberhof. Niemand hätte damit gerechnet. Aber die verstehen sich sogar auch noch. Friede, Freude, Eierkuchen, Insul und Umsul und Umsul herum. Gemeinsame Interessen, gemeinsames Oberzentrum, Zusammenarbeit in Verkehr, na gut, mit dem Bus klappt es noch nicht, Handel und Tourismus, wirtschaftlich geht's bergauf. Und was hat uns das gebracht? Nichts. Wir sitzen hier wieder in der Küche wie vor einem Jahr. Das kann doch von uns keiner gewollt haben. Menschenskinder, Egon, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Regieren müsste man und du, Egon, du müsstest Ministerpräsident sein. Warst du deshalb in der Staatskanzlei? Natürlich. Ist doch klar. Aber ich bin nicht zu dem Ramelow durchgekommen. Weil nur der die Insignien der Macht hat. Die Insignien der Macht? Naja, den goldenen Schlüssel zur Staatskanzlei. Er bewahrt ihn auf in seinem Büro. In einem Tresor der Marke Franz Jäger Berlin. Aber macht euch keine Sorgen, ich habe einen Plan. Einen genialen, todsicheren Plan. Und vor allem einen Plan, bei dem nichts schiefgehen kann. Ich hole mir den Schlüssel zur Staatskanzlei und dann werde ich, Herr Moring, ich, Ministerpräsident. Mächtig gewaltig, Egon. Darf ich dein Fahrer sein? Klar. Wenn du freihändig laufen lernst. Aber Egon, so eine Machtübernahme, das ist doch viel zu gefährlich. Wenn Yvonne das erfährt. Pappjammerlappen! Als ich eben bei dem Ramelow im Büro stand, da kam mir die Erleuchtung. Die kam über mich wie ein Geschenk des Himmels. Ein Wunder, ein Omen.
Ich sehe alles ganz klar vor mir, wie die Aktion gestartet wird. Morgen, Glock 9.30 Uhr. Wir brauchen nur 5 Dinge. Stacheldraht. Rote Socken. Ziegenberger. Ein Spezialmobiltelefon. Einen ganzen Haufen roter Zahlen. Und, Peggy, diese Sporthose. Egon, und damit willst du die Insignien der Macht stehlen? Wie soll das gehen? Also, zuerst treffen wir uns morgen, Punkt 9.30 Uhr, an dem Graben, an dem früher die Grabenkämpfe zwischen Suhl und Zellamelis stattgefunden haben. Mit dem Stacheldraht errichten wir eine neue Grenze. Und dann rufen wir an dieser Grenze: Make Zella great again! Make Zella great again! Make Zella great again! Das ist genial, Egon! Wir brauchen einen Zeller McFit! Mächtig gewaltiger, und dann? Na, das wird dann bis zum Ramelow nach Erfurt schallen. Dann wird er sich sofort hierher begeben. Das wissen wir doch bei dem. Da wird er gleich eine Schlichtung einleiten. Das kennt man bei dem doch. In diesem Moment ist die Staatskanzlei völlig unbewacht. Das ist die Chance. Dann habe ich die Verbindung hiermit zur dunklen Seite des Internets. Damit hacke ich mich in das Büro vom Ramelow und hacke seinen Tresor. Boah, da ist alles drin, alles. Wenn wir uns beim nächsten Mal in die Staatskanzlei schleichen, dann kann uns nichts mehr aufhalten. Wir ziehen uns, ich will es noch mal zeigen, die roten Socken an. Und dann schleichen wir uns in die Staatskanzlei. Dann knacken wir den Tresor, holen uns den Schlüssel zur Macht. Und was legen wir in den Panzerschrank? Lauter rote Zahlen. Genial, Egon. Du bist der Beste. Die Leute werden glauben, dass die roten Zahlen vom roten Ramelow sind. Und dabei ist es gar nicht so. Klingt gut. Aber dann? Nichts dann. Fertig. Aber, was ist denn mit deiner Sporthose? Na, die ziehe ich mir dann an. Peggy, die passt gut zu meiner Figur, macht mich schlank. Unschuldig. Ich will doch nur in die Staatskanzlei. Ich will doch nur den Posten vom Ramelow. Ich sehe nicht eine Anzeige vor. Ein noch führenden SPD-Politiker. Was? Wegen eines Hackerangriffs. Hackerangriff? Annales.
Ich hab der Annalis nichts getan, nichts, gar nichts. Ich bin ein Suhler. Ich bin ein Suhler. Ich komm nächstes Jahr wieder. Steigt auf. Herr Volkspolizist, ich folge Ihnen. Verrückt, verrückt, was hier los. Oh, ich riech so gern. Ja, da können Sie jetzt den Ossi-Wessi-Test machen, alle, die sagen, schön, Zweitakter, ah, herrlich gemischt. Das sind Ossis, alle, die sagen, oh, das stinkt wie früher, als wir mit unserem Ford Granada in Osten kamen. Ja, das sind die Wessis. Aber die Zeiten sind vorbei, Damen und Herren, das machen wir nicht mehr. Frau Nahles, schön, dass Sie noch da sind. Wie riecht's für Sie? Stinkt. Schön? Nö. Es stinkt. Ja. Das musste jetzt so raus, so hart und ungefiltert. Was soll ich hier tun, als ob ich aus dem Osten bin? Ich komme aus dem Westen. Das stimmt. Sie sind ja Rheinländerin, gell? So ist es, ja. Also, eigentlich eine Karnevalsnatur. Ja, absolut. Beschreiben Sie mal Ihr gestern zum Beispiel. Also gestern war Rosenmontagszug in Mayen. Es ist ziemlich windig gewesen, aber sehr schön. Okay. Was haben Sie den ganzen Tag einen Zug? Nö. Also es gibt, ich war Kinderkarneval, dann war ich im Narrengericht in Sinzig, dann habe ich einen Schnapsbar gemacht bei mir im Dorf. Und ich war natürlich bei Mainz, wie es singt und lacht. Und zum Höhepunkt bei euch. So, ja. Ist nämlich richtig. Genau. Frau Nahles, ich komme gleich nochmal zu Ihnen. Aber hier sitzen zum Beispiel auch noch in trauter Runde die Bürgermeister unsere wundervollen Städte hier aus Schleusingen, hier Suhl, hier Oberhof, hier Zellermelis, Richard Rossel, Mensch, dass wir uns mal so nahe kommen. Wer hätte das gedacht? Ich wollte es gerade sagen, wer hätte das gedacht, wo wir uns so gut verstehen? Ja, im Grunde ja. Ja. Heute haben wir es entdeckt. Aber jetzt mal ehrlich, ihr drei Bürgermeister aus Antrieb. Nee, drei. Der eine ist ja Oberbürgermeister. Ne? Also pass auf. Richard, sei mal so gut. Er hat auch gleich den Hut aufgesetzt. Ja, genau. Sei mal so gut, hör dir wenigstens die Frage an. Wie soll ich aufstehen? Nee. Ja, oder ja, komm, steh auf. Ich stehe auf. So, das ist übrigens Richard Rossel für alle, die ihn noch nicht kennen. wie ist das jetzt? Ihr kriegt 40 Mille, wenn ihr Suhl nehmt. Gell? Pass auf, jetzt mache ich einen Deal mit dir. Ich gebe dir 50 Mille, wenn du es nicht machst. Hier sitzt der Innenminister, der gibt mir 60, wenn ich es doch mache. Herr Staschewski, können wir auf 70 erhöhen. Das geht schon in Hoch. Da kann ich jetzt auch nichts machen, es sei denn, zweimal wird der Jackpot nicht mehr geknackt die nächsten zwei Wochen. Dann sind 90 Millionen, was wäre mit 90 Millionen, das ist das Jackpot-Maximum beim Euro-Jackpot bei Lotto Thüringen. Da wird man doch weich. Richard, komm, 90 Millionen. Und du lässt uns in Ruhe. Bleib standhaft. Ich spiele dich mit und nehme die 90. Wunderbar, vielen Dank. Also, wir haben alte Verhältnisse wiederhergestellt hiermit, aber 90 Millionen, wir können sie ja nicht einfach so bestellen, leider, ne? Nee, aber wir haben jetzt am Freitag 40 Millionen drin. Und ich hoffe sehr, dass endlich mal die Suhler die 40 Millionen knacken. Also spielt mal alle schön, ne? Nein, das war keine Werbung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, falls Sie auf diese alberne Idee kommen sollten. Frau Nahles, Herr Tiefensee, Mensch, ich sehe dich heute das erste Mal. Du bist ziemlich vergesslich. Ja. Ach du, ich bin jetzt auch, ich gehe auf die 47 zu. Ist denn das wirklich neu? Hast du die Zahlen verwechselt? Nee, ich gehe auf die 47 zu. Ah, ja.
Du weißt, was letztes Jahr passiert ist. Ja? Aber wir hatten uns letztes Jahr ja auch auf den Wolle und den du darfst Herr Ebert zu mir sagen. Ja? Ich darf Wolle Ebertchen. Zu Ebertchen. Von mir aus sage Ebertchen. Ich bin der Wolle. So. Genau. Frau Nahles, das müssen wir noch klären. Wie wollen Sie mich denn ansprechen? Ja. Am besten gar nicht, oder? Also wie intim darf es denn sein? Ach, ich bin da wirklich schmerzfrei, alles für die Quote. Wie wär's denn mit Schnuckibuzzi? Schnuckibuzzi, ja. Bin ich sehr einverstanden. Also, dann sage ich zu dir, Herzchen. Ja. Ja? Herzchen, Wolle, kommt mal mit hoch auf die Bühne, wir machen mal ein Späßchen. Ja? Freundinnen und Freunde, Andrea Nahles, Wolfgang Tiefensee. So, Freundinnen und Freunde, wir spielen jetzt mal eine kleine Runde Dalli Dalli. Wir brauchen allerdings noch eine Jury. Und ich habe mir überlegt, es gibt keineren neutraleren, noch mehr Superlative für die Welt. Es gibt keineren neutraleren als den Menschen, der aus der Politik zunächst erstmal ausgeschieden ist, weil er nicht mehr Oberbürgermeister ist. Herzlich willkommen Dr. Jens Triebler auf der Bühne. Wo ist er denn? Ist er denn da? Jens, wo bist du? Ja, so. War schon kein schlechter. War ein guter. Aber manchmal hat das nicht so mit Terminen. Zum Beispiel heute. Wir brauchen aber unbedingt eine Jury, sonst kommen wir hier wirklich nicht weiter. Er naht. Ach, der Mensch. Erscheint. Ah ja. Haben wir dich so abrupt aus dem Ruhestand gerissen, oder was? Naja, die Daphne hat ja vorhin von den Beamten erzählt. Und ich dachte mir, ich komme lieber vorbereitet. Wenn ich schon mal aus dem Ruhestand aufwache, dann soll nichts schief gehen. Daphne sagte ja, sie hat das ganze Buffet geräumt. Du hast ein bisschen Brot mitgebracht. Für dich. Schön. Schluck Kaffee, super. Naja, Bier trinke ich nicht. Ich wollte mit dem Tee anstoßen. Ich denke, das... Wir lassen das weg, ja, wir gut, machen das danke. Nachher. Vielen Dank. Wir spielen jetzt nämlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Runde Dalli Dalli mit Wolfgang Tiefensee und Andrea Nahles. Dummerweise darf aus rechtlichen Gründen das bei uns nicht Dalli Dalli heißen. Bei uns heißt es halt, wenn man schon einen Rasselbock gewinnen kann, hopp hopp, ja? Muss ich als Ossi Dalli Dalli kennen? Man muss, nee, also es sei denn, man ist in Dresden. Also jetzt mal kurz Handzeichen im Saal. Wer kennt Dalli Dalli? Kurz mal Handzeichen. Alle Westfernsehen. Ja. Kommt nicht aus Dresden. Ich sag mal, das Bild sähe in Dresden anders aus. Ist wirklich so. Aber es ist ja auch einfach erklärt. Ich stelle Ihnen eine Frage, Sie antworten abwechselnd. Sie haben 30 Sekunden Zeit und unsere Jury, Jens Triebler... Für jede Antwort. Für jeden, ja. Wolle, reiß dich mal zusammen. Und Jens, kurz, sie regt dich nicht auf. Okay, Häschen. Ja. Triebelchen ist Jury. Triebelchen ich ist bin Jury. Genau. Ne? Ebertchen macht Ansage ins Kamerachen. Meine sehr verehrten Damen und Herren... Die erste Frage, 30 Sekunden Zeit und abwechselnd antworten. Bitte nichts doppeln, sonst wird es abgezogen. Dafür ist Herr Triebel und, hier. Und, die erste, und wer fängt denn an? Bitte? Und wer fängt denn an? Ist das mit ja, das sage ich. Frau Nahles fängt an, habe ich mir aufgeschrieben. Irgendeinen Sinn hat das, denn die Frage lautet... Sie haben im Bundestag die einmalige Gelegenheit, ein Lied zu singen. Welches Lied singen Sie? 30 Sekunden Zeit ab jetzt! So schön, war es noch nie. Hoch auf den gelben Wagen. Humba, 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 tedere, tedere, tedere. Nicht so weiter. Ja, aber wir haben doch gar kein Schlagzeug.
Es ist kein Bier auf Hawaii, kein Bier, da, da. Ein Hawaii, 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 da ist es schön, Hawaii, da ist so ein Tag, Obama. So wunderschön wie heute. Ach, wir müssen jetzt lauter Lieder singen. Nein, ja, ihr müsst ja, nur sagen, welche ihr singen würdet. Ich muss mal einer erklären. Also, ja. Ja, die Zeit ist leider oben, keiner hat es gemerkt, vielen Dank. Wir müssen mal ein bisschen die Gebrauchsanweisung vorher liefern. Also Herr Rosendahl, ich habe den Eindruck, dass die Teilnehmer nicht so richtig auf die heutige Sendung vorbereitet waren. Ja. Ich schlage vor, dass wir gnädig sind. 5 Punkte würde ich geben. Ich hatte den Eindruck, dass 2 Titel doppelt waren. Und ein paar Mal wussten die Kandidaten nicht, worum es geht. Ja, richtig. Also 5 Punkte für Andrea Nahles und Wolfgang Tiefenkühlkuss. Einen Applaus. Und jetzt machen wir es aber wirklich so. Jetzt kommt die nächste Frage. Wolle fängt an. Ja, 30 Sekunden Zeit, so lange läuft die Musik. Und man muss immer nur sagen, antworten, mündlich. Ja, ne? Mündlich. Das ist eine mündliche Prüfung jetzt. Wir mussten gar nicht singen. Hör mal, wir mussten gar nicht singen. Können wir das mal rausschneiden? Ja. Ich werde das doch. Ja. Da müsst ihr euch gar nicht wünschen, die schneiden das alleine raus. Also. Okay. Okay. So, jetzt die zweite Frage, wieder 30 Sekunden. Jetzt wir hängen. Also, ihr Gegenüber, Wolle, bietet Ihnen einen Spitznamen an. Sie dürfen also Ihr Gegenüber ab demnächst beim Spitznamen nennen. Welchen Kosenamen geben Sie Ihrem Gegenüber? 30 Sekunden Zeit. Hopp, hopp. Hallo, Nali. Rakete. Schmusikätzchen. Schnuffi-Buffi. Rentenmausi. Entschuldigung. Wolli-Wolli. Mietbegrenzilini. Mindestlohni-Steigerin. Auf dem Bundestagspult rumspringeli. Aber danke, die Zeit ist um. Ich bin der Meinung, das war. Das. Weißt du, Ebertchen, jetzt habe ich ein Ding kapiert. Jetzt hast du es. Pass auf, können wir mal anfangen. Dann machen wir gleich was anderes. Pass auf, wie viele Punkte sind es? Ich habe zumindest den Eindruck, dass der Herr Minister Tiefensee deutlich mehr Erfahrungen in seinem bisherigen Leben sammeln durfte. Wir wollen jetzt keine, was das keine Psychoanalyse. Aber er war deutlich besser. Trotzdem zählen ja die Punkte gemeinsam. 9 Punkte für beide Kandidaten. 9 Punkte für beide zusammen. Das sind jetzt insgesamt... Mal 5. Ja. Macht 45 Punkte. 45 Punkte für Wolfgang Tiefensee und Andrea Nahles. Das ist ein Szenenapplaus wert. Und es waren nur 46 Punkte zu gewinnen. Wir haben 45. Ja, wow. So, unser nächstes Spiel, Wolle, da gehen wir mal hier rüber. Lass es hört Andrea nicht mal auf. Oh. Andrea, du bleibst hier. Ja. Wir gehen hier rüber. Und jetzt zeige ich dir Begriffe. Ich habe keine Brille. Brauchst du nicht. Wir haben einen dicken Stift. Nee, ich meine jetzt, um den Begriff zu sehen. Ach so, ich sage dir vielleicht auch leid. Nee, sage ich nicht. Ja, oder kann ich kurz die Brille holen, oder? Kann mal jemand wollen. Ja, nimm, zieh. Hilft das? Da sehe ich noch weniger. Guck mal, ich habe es groß ausgedruckt. Ah! Ja? Gut. Okay. Man hätte es auch mal putzen können. Also, Wolle, du malst Andrea Rät. Je mehr Begriffe ihr erratet, umso besser wird's. Ich bleibe hier. Und es sind natürlich typische SPD-Begriffe. Ihr habt 1:30 Zeit und für alle Begriffe, die ich habe. Und das ist der erste Begriff für Wolfgang Tiefensee. Hopp, hopp! Willy Brandthaus? Die Lösung war schon dabei. Willy Brandt? Willy Brandt, der nächste Begriff. Bundestag? Wenn du jetzt irgendwas sagst.
Man sieht vorne eine Tafel, Computer. Vielleicht sitzen da mehrere Menschen. Es gehen Leitungen in einen Kasten. Schule. Digitalpakt? Schule. Parteischule. Nein, das war früher. Ja, er kennt die Antwort. Wenn du mit. Nächster Begriff. Haus. Ja, das ist ein Haus. Ja, ist ein Haus. Was könnte da drin sein? Vielleicht eine günstige. 1,30 sind um. Sozialwohnung wäre es gewesen. Oh, aber, nicht schlecht. Ein Riesenapplaus für Wolfgang Tiefensee und Andrea Nahles. Ich habe extra einen roten Stift genommen, aber... Der zweite Begriff war digitales Klassenzimmer. Du warst dicht dran. Ich darf auch noch mal zeigen, was gekommen wäre. Helmut Schmidt. Das hätte man mit einer Zigarette lösen können. Ja, richtig. Ja. Oh. Ja. Respektrente hätte ich was auch gehabt. Was ist das eigentlich? Das müsst ihr wissen. Das ist die Grundrente. Ach so, hier. Ich hätte auch noch so... Ja. Hättet ihr das erraten? Mann, das hätten wir rausgekriegt. Ja, das hätte Darf ich jetzt nochmal malen? Nee. Das war's jetzt. Also, wir zählen mal zusammen. Von möglichen 6 Punkten waren das? Ich gebe einen ganzen und 2 halbe, sodass wir also die 45 mal 2 multiplizieren können. Macht 90. 90 Punkte für Wolfgang Tiefensee und Andrea Nahles. Hey, super. 90% bei der nächsten Wahl. Ja, super. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr denkt, ihr habt jetzt was gewonnen, dann sage ich auch, habt ihr auch, die 90 Punkte werden euch beiden jetzt als Rentenpunkte gut geschrieben. Wow. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Wolfgang Tiefensee und Andrea Nahles. Dankeschön. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, ich muss mich gerade noch mal eilen. Es läuft ja immer noch das Voting um den Rasselbock hier. Und jetzt sage ich Ihnen, das war's. Hören Sie bitte auf, jetzt zu wählen. Unser Ergebnis steht vermutlich schon fest. Ich habe die Seite totgeschaltet und das Ergebnis steht auch fest. Also, Freundinnen und Freunde, jetzt soll ich schon gucken, wer es gewonnen hat? Ja? Nein, ich gehe erst noch mal runter, weil das war schon aufregend für die beiden auch, weil die wussten wirklich nicht, was passiert. Herr Ramelow ist auch wieder da. Heute ist das erste Mal auf einer Schwalbe gefahren? Nee, nicht wirklich. Also Georg Mayer kennt das. Georg Mayer hat eine ganze Tour mit einer Elektroschwalbe gemacht und da durfte ich bei Georg mitfahren. Alles klar. Er war ein echter Kumpel, er hat mich mitfahren lassen. Also Sie haben zumindest den Moped-Führerschein. Also, hört jemand mit? Vielleicht die Polizei? Nein. Möchte die Aussage verweigern. Alles klar. Herr Adams, da ist er ja. Dirk Adams von den Grünen. Schönen guten Abend. Ich habe Sie ein bisschen vernachlässigt, muss ich zugeben. Aber Herr Adams, nein. Ruhe bewahren. Wir kriegen das hin. Die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Und es ist ja auch Europawahl demnächst. Es ist Landtagswahl im Oktober, wenn mich nicht alles täuscht. Das wackelt ja immer so ein bisschen hin und her. Ne? Mal September, mal Oktober. Dann streiten sie sich. Wer weiß das schon. Aber jetzt, was glauben Sie, wer hat heute gewonnen, Herr Adams? Ich muss mal einen langen Arm machen. Das ist schwierig. Es gibt ja eigentlich immer so diese zwei Großen in Thüringen. Das ist immer Linke und CDU. Moment, ich halte Sie nochmal auf. Wer hat heute Abend bei uns gewonnen? Genau. Ach so. Aber hier sind es Narren. Und insofern, vielleicht ist es ganz andersrum. Vielleicht. Vielleicht was Lustiges. Die FDP. Ja. Weil die wollen ja dann auch kein Ministerpräsident werden, wie man in Berlin gesehen hat.
Und wer ist es? Ich befürchte, das Ergebnis ist anders. Anders, ja. Soll es sein, dass wir Grüne uns wieder getäuscht haben? Vermutlich. Ich hoffe ja wirklich inständig, dass demnächst mal die Grünen hier auch mit auf der Bühne stehen. Bewerbt euch doch mal wenigstens nur um einen Sitz im Stadtrat. Komm, einen werdet doch haben. So, Damen und Herren, Freundinnen und Freunde, es geht um den Rasselbock 2019. Den gibt's nur beim politischen Aschermittwoch in Suhl und so sieht er aus. Hier ist der Rasselbock 2019. Ja, das ist doch ruhig mal klar. Dürfte ruhig mal applaudieren. Das ist auch ein bisschen schöner fürs Gesamtbild. Christina, du bist jetzt mal so ein bisschen, ich sage nicht Glücksfee, aber guck mal, hier stehen die Anzahl der abgegebenen Stimmen, hier sehen die Parteien. Du siehst, eine liegt vorn. Siehst du? Meine sehr verehrten Damen und Herren, der diesjährige Rasselbock geht an. Die Linke. Klaus Lambrecht kriegt den Rasselbock 2019. Das ist eine Masse Bock. So, der Gewinner steht fest. Und das war's dann auch schon fast mit dem politischen Aschermittwoch 2019 aus Suhl. Wenn's Ihnen gefallen hat, dann gibt's wahrscheinlich nächstes Jahr wieder einen. Vermutlich wieder aus Suhl, vielleicht auch aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen oder vielleicht aus dem Oberzentrum Obersuzell-Melishof. Wer weiß das schon? Aber jetzt müsst ihr eigentlich alle mal so ein bisschen nach Hause. Aber bevor ihr nach Hause geht, dürfen alle noch mal auf die Bühne, die mitgemacht haben. Herzlich willkommen erstmal auf der Bühne allen Teilnehmern des heutigen politischen Aschermittwoch. Herr Lotz, bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch so ein klein bisschen... Was ist denn jetzt los? Der 57. Aschermittwoch aus Suhl war einer Bezirksstadt würdig. Herzlichen Dank, lieber Daniel Ebert. Dankeschön. Dankeschön. Aber jetzt gilt für euch, ihr müsst noch nicht nach Hause. Hier könnte allerdings auch nicht bleiben. Allerdings, jetzt ist es auch so, als allererste müssen jetzt die Zeller Meliser nach Hause. Ja, Entschuldigung, aber das ist jetzt so. Liebe Zeller, die ihr heute hier wart, vielen Dank für euren Besuch. Für euch ist das letzte Lied. Das letzte Lied, Herr Lotz. Benzhäuser.
Erika Drossel, das war Premiere. Zellauau, 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 au, au, der Bürgermeister von Zellamelis, der fand heute Abend schön. Doch nicht Herr Drossel, auch Bürgermeister. Zellauau, 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 au, au, auch Bürgermeister von Zellamelis müssen mal nach Hause gehen. Ihr lieben Zeller, den schönen Heimweg. Zeller, ciao, Zeller, ciao, Zeller, ciao, ciao, ciao. Ihr müsst wieder zurück nach Zeller, auch wenn viele heute hier waren. Leider ist schon der letzte Bus weg. Zeller, ciao, Zeller, ciao, Zeller, ciao, ciao, ciao. Euer Bus geht jetzt in Schmalkalden, seid ihr Suhle nicht mehr fahren. Doch liebe Zeller, seid jetzt nicht sauer. Zeller, schau, Zeller, schau, Zeller, schau, schau, schau. Nehmt euch ein Taxi, das fährt euch rüber. Und das kostet auch nicht die Welt. Wir müssen sparen, liebe Zeller. Zeller, ciao, Zeller, ciao, Zeller, ciao, ciao, ciao. Denn für die Hochzeit in ein paar Wochen brauchen wir das ganze Geld. Das war der politische Aschermittwoch aus Suhl, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, ihr kommt alle gut nach Hause. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, alle, Zeller, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Damen und Herren, bleibt ruhig noch ein bisschen sitzen, denn ich will noch mal Danke sagen an den Mitteldeutschen Rundfunk, den MDR, der das heute übertragen hat, an Rennsteig TV, an das CCS, dieses wundervolle Haus hier, an Andreas Lotz und das Unterhaltungsorchester Singertal. Und liebe Gäste, Andreas Lotz und dieses wundervolle Orchester gibt es am 21.09. hier im CCS mit einem Konzert Melodien aus Film und Fernsehen. Und wir sehen uns wieder zum thüringisch-fränkischen Comedy-Gipfel, wenn Sie mögen, am Tag vor dem Tag der deutschen Einheit hier im Haus. Oder wir sehen uns bei Nonsenf oder bei Rennsteig TV oder im Internet. Und jetzt habe ich noch was. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Heute Abend ist der Mann hier, der den politischen Aschermittwoch erfunden hat. Wolfgang Karnich ist hier. Und Wolfgang, ich möchte jetzt, komm mal bitte hoch zu uns, bitte. Wolfgang, ich möchte dir, guck mal, das hat vor 8 oder 9 Jahren im Ringberg Hotel angefangen. Und heute sieht es ungefähr so aus. Bist du zufrieden? Hast du jemals so einen Andrang an deinem Buffet? Mit dir bin ich sehr zufrieden. Schön. Das freut mich. Aber Wolfgang Karnich feiert in diesem Jahr 40 Jahre Ringberg Hotel. Und deswegen gibt es für dich heute den Ehrenrasselbock. Den gibt es nur einmal. Da brauchen wir keine Jahreszahl dazu. Du kriegst den Ehrenrasselbock. Herr Kapellmeister, haben wir einen kleinen Einmarsch für den Ehrenrasselbock des Jahres. Und haben wir vor allen Dingen, Christina, holst du ihn mal? Ja. Du kriegst von uns einen schönen Ehrenrasselbock, weil das hat er verdient. Ein Riesenapplaus für Wolfgang Karnich. Damen und Herren, das war's von uns, das war's für heute. Viel Spaß
noch mit 2, 3 Melodien von Andreas Lotz und dem Unterhaltungsorchester Singertal. Ich wünsche euch einen schönen Heimweg. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dann. Tschüss. We'll be right back.